Ich schalte nochmal um, sonst krieg ich gleich Ärger. Bliert, ich bin Wurtgar Juli. Wo ist mein Bruder Bliert? Bist du hauptberuflich Streamer, ja? Bin ich. Darüber bin ich auch sehr glücklich. Vielen lieben Dank an die Leute, die mich unterstützen und immer nett hier sind. Die mir das ermöglichen, dass ich einen digitalen Download-Spiel für die Kack-Switch für 60 Euro kaufen kann. 60 Flocken ist es aber wert. Ja, das stimmt. Das ist schon ein schönes Spiel. Bliert, bin Juri, wo ist mein Wodka? Seid ihr gegönnt, ist wirklich ein guter. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Hogwarts! Biohazard, Dankeschön für den Mister mit 5. Stufe 2. Boah, ich sehe echt aus wie Juri, ne? Dankeschön. Merkt man immer wieder, dass du dir die Mühe gibst. Ich könnte an der einen oder anderen Stelle noch mehr reinschwitzen. Und auch vielleicht ein bisschen, wie sagt man? Vielleicht ein bisschen mehr businessmäßiger denken? Ja. Aber ist ja eigentlich fein, so wie es ist. Doch, was hast du gesagt, Rage? Was hast du mit Pina dem Pino vor? Da schaust du einfach Tag für Tag, was kommt passiert. Ich guck, was passiert. Keine Ahnung, wo der am Ende landen wird. Hallo, Mr. Unity, Mann. Können Sie bitte einen Platz freimachen? Einfach ID 0 bei irgendjemanden. Bitte. Was quatschst du denn da, Jazz? Muss sie nicht. Der Server ist einfach full. Vorhersage. Die Stimme killt mich. Login vor 2030? Boah, ich sag ja. Was machen wir denn dann, wenn ich nicht reinkomme? Scheiße. Boah. Ich hasse diese Idle-Cam. Aber T-Shirt ist nice. Definitiv hat dein Business noch mehr Potenzial, aber wenn es dich so, wie es es glücklich macht, ist doch top. Ich denke halt nicht in die Richtung, ne? Das ist eigentlich voll der Bullshit, dass ich das mit der Stimme erkläre. Egal. Ich denke halt nicht so in die Richtung, so. Guck mal, wie lange ich schon keinen Donation-Button mehr drin habe. Und mich schreiben sehr viele Leute an. Nicht immer, aber es kommt schon sehr oft vor, wo jemand mich anschreibt und sagt, Bruder, warum kann ich dir nichts donaten oder so. Aber ich habe einfach nichts drin. Das kennst du, das ist doch keine Tadi, Junge. Irgendwie zapp ich mit Prime rein, ich check das nicht, wallah. Weiß ich nicht. Ui. Bald kann man Krypto spenden. Doch, Ronny, das ist fast jeden Tag so. Unity ist voll bis oben hin. Der ist immer voll. Bleed. Kannst doch donaten, einfach Subs giften, gibt auch Geld. Ja, aber die Leute, glaube ich, wollen... Ich glaube, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht wollen die Leute einfach so mal 5 Euro geben. Ich habe auch schon überlegt, das wieder reinzumachen. Vielleicht werde ich es auch tun, aber als so eine Art Schwester-Kusch-Kasse oder sowas. Ist ja eh freiwillig, entscheidet sich ja eh jeder selbst für, ob er das macht oder nicht. Ob das jetzt da unten ist oder nicht. So, im Endeffekt nutzen die Leute, die das machen wollen, eh. Nur die. Vielleicht mache ich das rein. Der Server hat 500 Slots. Gucci-Pulli für Schwester. Donation Girl für Soldis Kaution für neue Bude. Das kannst du schön allein blechen, Fräulein. Beim Donaten geht halt 50% Steuer ab, nicht nur das. Auch Steuerberater, der muss sich darum kümmern. Alles zusammentragen, so die ganzen Paper-Geschichten.
Ey, wir haben noch eine Viertelstunde. Ey, jetzt mal Real Talk, was mache ich, wenn ich nicht reinkomme? Geben wir dann ein bisschen Guild Wars 2 Pommes? Mila! Aber Dono nimmt Twitch sich nichts von. Das stimmt. Und den Staat zu, beziehungsweise Steuern zu zahlen, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Muss man ja. Sollte man auch. Wieso nicht Itzi? Halt die Klappe. Ich bin Itzi. Ich bin der Architekt. Soll ich den Haus bauen? Mario Kart kann ich nicht streamen. Ich habe keine Capture Card und so. Hast du für Guild Wars 2 einen Freund Werbecode, wo du was kriegst? Nein, ich spiele das komplett privat. Das hat nichts mit Streamen oder so zu tun. Da gibt es keinen Code oder Link. Das ist ja auch kein Placement oder so. Dann WoW Classic Rang 1 fahren. Warum Rang 1? Du meinst Rang 14. Ich übernehme für dich. Nee. Ja, Alex, können die. Wenn jemand crasht, ist der aus dem Spiel raus. Und jemand anders aus der Warteschlange kommt rein. Boah, nie wieder werde ich PvP ranken in Classic, Alter. Hau ab. Ja, dann kann der Staat mit den Steuern mehr Aussichtsplattformen bauen und über die extra drei Videos machen kann. Kein Politik-Talk, ich habe keine Ahnung, was mit den Steuern alles passiert. Mein Gott! Wo ist die Auto? Ich glaube, EP hat sich erledigt für heute. Egal! Fanky, danke für den Resub im 26. Und Damage Boss, danke für den Resub im 5. Und Davanese, danke schön für den Sub. Und herzlich willkommen bei Big Peanut Nation. Ausrufezeichen Burger in den Chat. So dumm, scheiß Voice Changer. War so ein schöner Stream. Das ist die Big P Nation, Junge. Was geht der Prepper? Oh, Jamar. Jamar, du lebst noch? Ich sehe dich in meinem Teamspeak oben. Zuckst mit dem Rentner Carlos irgendwelche komischen Indie-Games. Dankeschön für den Prime 25. Ich hoffe, inshallah, deine Wohnung wird nie wieder brennen, Jamar. Und ich hoffe auch für dich, dass du nie wieder öffentlich im Stream mit jemandem einen Liebesbrief beantworten musst, wie bei Big Mama damals. Das bleibt einfach unvergessen für immer und ewig. Jamar, wir spielen jetzt schon so lange miteinander. Und es macht unheimlich viel Spaß, mit euch allen zu spielen. Und deshalb wollte ich dich heute fragen, ob du mit mir gehen willst. Junge. Und der Idiot rennt los in nächste Aldi und geht für 200 Euro einkaufen, damit er die bekochen kann, wenn die zu Besuch kommt. Und schickt auch noch in unsere Gruppe schön den Kassenzettel, was er alles eingekauft hat. Oh, Jamar, ich liebe dich. Was machst du hier noch da? What is that? Junge, da steht einfach so ein. Papa, ich bin nicht auf dem Server connected, aber der lädt trotzdem die Dings. Die Map? Ich habe seit gestern meinen ersten Gaming-PC-Setup fertiggestellt, aber wenn man immer mit Controller gezockt hat, dann ist das krass Ungewöhnung mit Maus und Tastatur. Ja, warte mal ein paar Wochen. Dann fragst du dich, wie kann ich hier überhaupt mit Controller zocken noch? Stimmt, ne? Ich kann jetzt ins PD reinrennen. Mach ich jetzt auch. Ach, Jamar ist der Beste, Alter. Jetzt gehen wir auf Metatour. Ich fahre mit Controller Auto. Hab ich letztens mal aus, ziemlich smooth, aber ich komme mir immer vor wie so ein Boomer, wenn ich das mache. Ich weiß auch nicht warum. Da muss er zack, zack, zack. Oh, Flick, scheiße. Vielleicht hat das keiner geklippt. Bitte nicht klippen.
vermisse Jamal im EP. Kann ich aber nachvollziehen, dass Jack immer keinen Bock mehr hat, so. Warst du schon im neuen PD? Nur am Anfang mit Big Peanut. Also in der Vorhalle. Ich mir überlege, wird er sich versetzen. Viele sind hier, die seit Anfang an dabei sind. Kamen aber auch viele neue, schöne Leute dazu. Muss man sagen. Hallo, Paco. Nee, das PD ist hier oben. Wenn ich mir reinziehe, da 1156 Leute dabei gerade zugucken, wie ich hier im, auf einer kompletten leeren Map einfach zum PD renne. So. Ich hab den einfachsten Job der Welt. Hallo, Hukulu. Bitte geh auf. Ja. Erstmal angucken hier. Wie wettet man? I don't know. Das ist schon richtig sexy, ne? Tag, Kollegen. So, ich habe gehört, gestern gab es Bretter. Das wollen wir nicht nochmal sehen. Ab sofort, jeder macht Flick. Das sieht schon cool aus hier. Was ist denn hinten? Sogar Platz gelassen, damit man sich hinsetzen kann. Der Juri denkt mit. Gefällt mir. Da Fuck. Das macht Juri auf dem Fanboy. Was? Das ist zum Händetrocknen, ne? Da pisst man nicht rein, oder? Ich glaube, das ist zum Händetrocknen. It's only game. Hanna, danke für den Prime 20. Nunukulu. Ich schwör bei Gott, ich habe sie noch nie im echten Leben gesehen, die Dinger hier. Das ist aber zum Händetrocknen, ich bin mir ziemlich sicher. Ach, Frau Umbro, schnell raus hier. Ui. Boah, komm, Boxer, fragst du mich, was weiß ich nicht. Da musst du den Tiago anschreiben. Ich glaube, das ist seine Version. Ui. Boah, halbe Munte. Ey, Curtis, wie lange warst du nicht mehr draußen? Also ich kann so viel sagen, mein Bart ist so lang, wenn ich aus dem Fenster gucke, rufen die Bullen und sagen, da bricht jemand ein. Oder da ist jemand eingebrochen. Ui, Memo, guck mal. Wait. Server ist voll, ich kann nicht connecten für die, die sich wundern, was hier abgeht. Glaube ich dir sogar. Boah. Wo ist ein Fischer sein Beruf? Das ist bestimmt das hier. Hundertprozentig ist das Fischer seins. Oh! Oh, es passiert was! Nein! Ich wollte ihn nur auf den Schreibtisch kacken. Kack! Wer ist Kiwi, Alter? Ey, du hast es nicht geschissen oder so. Kann das sein? Entschuldigung. Ah. Boah. Alter. Das war mein Schuh. Oh. Ja, okay. Das war nicht mit Absicht. Ey, alles gut. Na, hey, wir wohnen im gleichen Hotel. Du bist der aus dem dritten Stock, ne?
Ja, ich bin da aus dem dritten Stock. Ja, bei dir rappelt es immer im Karton, du Kollege. Ja. Jeden ja, Abend neue Weibers am Ja, Junge, toppi. Ha, ich höre mal mit dem Glas an der Wand, damit ich was mitkrieg. Ja, ich kann auch mal ein Loch einmachen, wenn du willst. Boah, kann ich zugucken. Ja, dann musst du aber immer 5 Dollar rübergeben, weißt du? Mach ich. Ja, toppi. Boah, aber bitte auf Augenhöhe, ich hab keinen Bock, mich zu bücken. Ja, können wir abmessen. Ja, das ist ein schönes groß. Hotel, ne? Ja. Boah, 6 Tage war ich jetzt nur auf dem Bottich. Ich hätte diese Kilo Mayonnaise nicht essen dürfen. Junge. Ja, musst du nicht tun. Musst du die holländische kaufen, ist besser. Ah, die holländische ist besser? Ja, sicher. Sind Sie ein Holländer? Ja, ich komme aus Holland. Ah, ich bin in Deutschland geboren, aber ich bin in Holland gezogen damals und ich wollte auch mal Urlaub machen in Holland. Ja, Holland ist ein schönes Land, ja. Oh, erstmal eine Duftkerze. Oh Mann, Junge. Junge. Hi, du Pinsel, Rucken ist dödlich, ne? Ja. Ja. Ich warte auf meinen Fahrer, dann will ich gleich. Oh, da kommt er ja schon. Oh. Der in der Cola-Dose? Ja, das ist unser Muscle-Car. Okay, ich muss los, ne? Hau rein. War schön, dich kennenzulernen. Ja. Piss dich, sonst klatscht dir einer. Ich hab Hunger. Was haben wir denn heute für ein... Jungens, was ist denn heute für ein Datum? Der 7. Der 7., danke. Boah. Wer war nochmal Alex? Ich kenne die ganzen Leute nicht mehr. Boah, ich glaube, ich gehe erstmal Kuchen essen. Weiß ich nicht. Es ist so vulgär und so dumm, aber es ist lustig, Alter. Oh. Schätzchen. Komm jetzt, Mann. Wohin? Ich hab dich... Okay. Falsche. Ich hab dich gar nicht gesehen. Oh. Du hast mich nicht angerufen. Ach, steig einfach rein, weißt du. Ja. Oh. Herr, wir sind doch gar nicht zusammen runtergelaufen. Runtergelaufen? Ja. Oh. Im Hotel. Ja, ich bin schon draußen gewesen und hab gesehen, unser Auto ist nicht mehr da. Und, ach, was ist das denn jetzt? Hier wollte ich nicht rein. Das ist Grünfläche. Ja, das ist dir gut aufgefallen. Oh, nee, das ist ein Baum. Okay. Ja, sexy kann sein, dass es buggy ist. Nee, ich hab die Polizei kann sein, dass angerufen, T-Shirt ob die eine Nummer Aua. Von einem Abschlepper haben, damit der unser Auto wieder bringt. Aber der so, nee, das geht nicht so einfach. Du musst das schon selber... Twinkie, wohin willst du? Also, ich will da rein. Wohin reicht das? Aber du warst doch drin, warum fährst du wieder raus? Och, ich komm doch nicht vom Gas runter. Mann. Ich wundere mich die ganze Zeit, wo du hinfahren willst. Ja, ich wollte parken. Du bist bescheuert. Sollen wir rüber zum Kuchenladen? Ja, dachte ich mir schon. So. Ja. Aber. Was? Wo ist denn hier der Tür? Ach, da. Oh. Ah, ja. Oh, frisch. Ach, war der Türknopf unten. Oh mein Gott. Sag mal, hast du ein neues T-Shirt an? Nee, was warum? So? Was? Oh mein Gott. Ist alles okay mit was, dir? Was zum Teufel?
Was denn los, mein Speckchen? Ist alles in Ordnung? Du hast du schon wieder Victoria's Secret dann, ne? Ja, ja. Ich verstehe jetzt nicht. Aber ach, nix. Okay. Ist alles okay? Ja, ja, ist alles gut. Aber schickes Hemd hast du an. Ja, blau. Ja. Ich dachte, ich zieh mich mal um. Ja, das wird definitiv Zeit. Oh Mann. Ey, das kann doch nie sein. Oh. Mir hängt das Essen von gestern. Aber Twinkie, schief. Wir müssen ja an das Auto, an den Kofferrauminhalt von dem anderen Auto kommen. Ach so, ich denke an die ganzen Fetchkies und so. Ja, ich kann den Nico mal anrufen. Ja. Oh mein Gott, Alter. Der geht leider nicht ans Handy. Aber wo ist Speedy oder wie die heißen? Vielleicht steht das Auto da. Oder meinst du, die haben das abgeschleppt, dann können wir das draußen bezahlen? Also, ich habe geguckt, ne? Also bei der Verwahrstelle, wo ich jetzt war, war er nicht. Dann ist er bei diesem Speedy-Ding. Ja, wer ist Speedy jetzt? Oh, du. Oh, das stinkt. Ich bin jetzt umgestiegen seit gestern auf leichte Kost. Echt? Wie kommst du nur darauf? Hi! Weil ich hab doch immer so Bauchschmerzen. Ja. Ich esse jetzt nur leichte Sachen. Wackelpudding und so ein Quatsch. Ah, das ist doch auch lecker, oder nicht? Trauben, du bist ein Traubenlecker. Was? Ja. Ich sagte auch lecker. Das ist keine Fresse. Boah, ey. So nicht, Freund. Das sprechen wir uns später noch. Ich bin hier der Mann. Ja. So. Jetzt erstmal ein Küchlein, ne? Erstmal. Und damit meine ich eine ganze Torte. Ja, was denn sonst? Oh, ich sag's dir, der Typ, der mich gerade zur Verwahrstelle gefahren hat, der stand voll auf mich. Wie bist du hingefallen? Oder fand er dich sexy? So ein Can hat mich da hingebracht. So ein Can? Ja, verliebt direkt, hab so ein Foto von dem gemacht. Wer du knutsch, wen anders, dann sag ich dir. Nee, wir haben dann ja diesen Deal. Backpfeifen, Twinkie! Backpfeifen! Oh, und nicht die man essen kann? Ja, aber die habe ich am liebsten. Ja, ich weiß. Oh, ich habe Hunger, ne? Ey, ich werde richtig schlecht gelaufen, wenn ich nichts habe. Warte, ich habe immer Proviant dabei. Ja, dann gib mal ein bisschen Stärkung für den Weg. Da. Ja. Boah, ist aber alt, der ist hart, ne? Egal. Egal, rein. Kann man nicht essen. Du sollst dir den nicht in den Hals schieben. Das Ding ist hart, wie kannst du es runterschlucken? Es tut weh beim Kauen. Ja, das tut auch weh beim Schlucken. Ich hätte heute Bock auf Eis. Eis? Oh, ist ich... das nicht Lisa? Ich meine, die haben ja Eis. Lisa? Nee, das ist nicht Lisa. Das ist nicht Lisa. Warte mal. Ich meine, die hätten hier auch Eis. Irgendwer. Komm, wir fragen Eis mal. Boah, ist ganz schön anstrengend, das Leben. Alles, ne? Irgendwie. Ja, hallo. Hallo, ist das hier die Schlange? Wunderschön. Hallo. Ich hab Hunger. Ihr Süßen. Sag mal, wisst ihr, wo wir gutes Eis herbekommen? Ja, machen wir euch 50. Gutes Eis? Das gab vielleicht. Ja. Da, der Herr im Anzug, der verkauft Eis. Eisfeuer! Mein Mann hätte nicht, er nimmt voll Lust auf Eis. Ja, welche, was hätten Sie denn gerne? Boah. Makadamien, Pat, weiß nicht, irgendwas mit viel Zucker. Ja, Zucker haben alle drin. Also wir haben halt Kugeleis, da hätte ich da Schokolade, Stracciatella, Pistazie, Karamell, Frozen Yogurt, Zitrone und Erdbeere. Ja, alles klingt Gemüse gut. Könnte ich Ihnen noch Milchshakes anbieten, Erdbeer, Banane und Karamell? Der andere Herr?
Ein mhm. oder zwei Liter. Was los? Ich kauf grad Eis. Dann können wir auch 2 Liter drauf machen. Möchten Sie noch was? Ja, sehr cool. Also ich hätte gerne auf jeden gehen. Fall eine okay. Waffe mit eine Waffe, einmal jeder Eissorte als Kugel drauf. Okay. Dann, also falls sie das hinkriegen, sonst das verteilen sie das auf ein paar mehrere Waffeln. Ich nehme das auch. Okay. Und dann hätte ich gerne 2 Liter Karamell-Milchshake. Ja. Ja, das wäre wirklich toll, wenn sie mir das besorgen können. Das kriegen wir hin. Ja, gerne. Ich nehme das gleiche, bitte. Bezahlen die zusammen? Ich zahle. Ich bin der Mann, ich habe die Hosen an. Okay. Genau. Ja, Moment. Ja, okay, komm, ich mach mal auf. Hat die einen neben sich einlaufen? Alles klar, mach ihn fertig. Oh. Komm da raus! Was tust du denn schon wieder? Meine Unterwäsche. Ja, die. Ja. Oh. Hast du hochgezogen, Fräulein. Ja, ja. Mir wohl Zeit, da gleich ein bisschen Luft reinzubringen in die Sache. Hey, Chica! Scheiße, ich sehe auch. Ja. Bei dir guckst hinten deine Unterhose raus. Ja, wirklich. Ich würd mir da auch gern selber helfen, aber ich komm nicht dran. Soll ich dir helfen, die hochziehen, die Hose? Nein, das muss doch sein, sexy. Nicht das muss so sein, sonst hätte ich geholfen. Krass, man. Ich muss ja irgendwie drankommen auch, ne? Und die Hose ja auch wieder runterbekommen. Achso, sagst du das präventiv, damit ja, du schneller aufs Klo alles nicht so einfach. Da musst du schon gucken, wie du so damit ja, lebst, ne? Und ich denke mir so, hey, was soll's? Dann haben die Männer mal ein bisschen was zu gucken. Ja, wieso nicht? Ich find's geil. Endlich mal was schon anpacken Jonas, hier in Los Santos. Wer ist dieser Ritz? Ich meine, ich hab ja schon dicken Bubble Butts, ne? Aber du hast echt Master Bubble Butts. Was hast du? Du siehst aus wie Holland. Ich will dich Alter, ich hab Bubble Butts. Du hast gar nichts. Ich schwöre, ich hab Bubble Butts. Doch, das stimmt. Guck. Deine Nummer nicht. Ekelhaft. Oh fuck. Ey, das passiert schon. Ich bin Laktoseintoleranz. Ey. Bitte verachtet mich nicht. Riecht man morgen noch. Das riecht irgendwie wie Friedhof jetzt. Ich weiß nicht, wie Friedhof riecht. Nicht gut. So, der Herr. Jo. So, dann sind wir bei 1210 Dollar. Ja. Ja, das geht ja vor. Oh, vielen Dank. Wir haben noch kein Eis gekriegt, also ich weiß nicht, was ihr da gerade... Ich habe an der Blutwurst geleckt. So, ah ja. Da bitte. So, dann. Da ist der Kaffee. Ich danke schön. Danke. Und wie gesagt, schau einfach, wenn du was danke. Haben danke. Hey, hau nicht gegen meinen Wampe. Ja, super. Perfekt. Danke. Danke. Wir liefern. Oh, danke. Danke. Danke nochmal vielmal. So, und das Salita Mischek. Dankeschön. So, dann die Dame. Ach, das ja, war nur bitte. Für mich. Ich dachte, das wäre für uns beide. Nee. Genau. Und, Geil. Was hast du alles bestellt? Na, jede Kugel. Ich bin ein hungriges Mädel. Bitte schön. Oh, geil. Wir kriegen uns hin, Twinkie. Ich kann schon nicht mehr. Komm, ich bin auch voll fertig. Lass dich schmecken. Dankeschön. Ja, hier ist ein bisschen schlecht, ne? Da komme ich nie mehr raus. Oh, Emine. Jetzt sind wir schon so lange hier und wären immer nicht bei der Kirmes. Ja, das stimmt. Da müssen wir mal vorbeischauen. Ja. Boah, ich hätte schon Lust, heute so einen romantischen Tag mit dir zu verbringen. Oh, mit mir? Ja, sind doch quasi die Flitterwochen. Ja, was wollen wir denn anstellen, wir zwei? Ich meine, was meinst du denn mit romantisch? Ja, das weiß ich doch so ein bisschen.
Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mir neue Unterwäsche angezogen. Ja, deshalb hast du dich doch heute schick gemacht, oder nicht? Ja, ja, genau. Genau, nur deswegen. Weiß nicht, so ein bisschen in einem Whirlpool so. Oh, geil. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es hier solche Angebote gibt in der Stadt. Na, ich zieh mein T-Shirt nicht aus, wenn ich baden gehe. Ja, ich weiß. Dann bin ich nur wieder beschimpft von den Idioten, Asozialen. Asozial, oder? Ja, wie wär's, wenn wir einfach mal gucken, wo wir ein schönes Örtchen finden für uns zwei. Aber nur zum Schwimmen, ne? Nur zum Schwimmen, claro. Ich hab keine Gummis dabei, die Haribos sind mir ausgegangen. Oh, scheiße, ey, Mann. Die haben auch nichts mehr in der Minibar. Die wollen die auch nicht wieder neu auffüllen. Und die Rezeption hat sich beschwert, weil schon 3 Staubsauger kaputt gegangen sind. Ich soll mal bloß die Klappe halten, sonst geht er noch mehr kaputt. Wenn die wissen, was passiert, wenn wir uns ins Bett legen. Ja, wenn die wissen, was passiert, wenn wir uns auf die setzen. Pfannkuchen aus dem Toaster. Ja. Bitte mach das nie wieder. Das gibt's hier nicht so eine Broschüre irgendwo? Ist das irgendein Stand oder so? Ich weiß nicht. Freizeitaktivitäten ein bisschen. Weiß nicht, so Bungee-Jumping wäre auch mal was Schönes. Ja, irgendwas für Touris halt. Ja. Das wäre schon... Kommt mir so vor, als wäre die ganze Stadt gar nicht so touristenfreundlich. Ja, nicht so wie unser kleines Örtchen. Bei uns gibt's gar nichts. Wir haben einen Brunnen. Wir haben diese unser ganzes Dorf hat nur eine Haarschneidemaschine. Und wir teilen uns die. Und Sex und so. Ja, ja. Sowas haben wir. Boah, die haben nicht mal Sachen in meiner Größe. Hä? Da müssen wir selbst auf Suche gehen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich kann aber meine. Oder ich versuche den Pinsel zu erreichen. Oh, klingelt sogar. Ui. Hallo, Erdnuss. Pinsel, du alten Fußficker. Was? Wie was? Was ist eine Steckdose? Musst du zu mir kommen? Ja. Soll ich dich abholen? Ja, ich bin mit Twinkie am Kuchenladen. Wir wollen endlich mal irgendwas erleben. Am Kuchen? Das ist ja voll öde hier. Du hast versprochen, uns Dinge zu zeigen. Und hast bis heute nicht eingehalten. Der soll uns auf eine schnelle jetzt eine Abenteuerfahrt klar machen. Kannst du uns eine Abenteuerfahrt klar machen? Wir bezahlen auch. Jawohl, Sir. Ja, wir sind hier am Park. Ja. Ich komm dahin. Wann denn? Ja, wenn ich auflege und losfahre. Okay. Willst du auf ein Eis? Ich will Stracciatella und Vanille. Stracciatella und Vanille. Ja. Okay. Ich nehme Stracciatella. Bis gleich, Pinsel. Ich erwarte dich. Bye-bye, Ernus. Bye-bye. Der kommt. Der will Stracciatella. Geil. Ja, nimm ich auch wohl. Oh, ich hab Stracciatella. Ich tu das einfach hier so. Was zum... Oh. Das schmilzt schon. Du musst schnell essen. Du hast mit einem Haps ist alles weg. Du hast da nur was im Mundwinkel. Kann ich das haben? Wie bitte? Kann ich das haben an deinem Mundwinkel? Oh, natürlich. Ja, geil. Da hast du auch noch was am Kinn ein bisschen. Oh, du musst dich mal wieder rasieren, Twinkie. Oh, verdammt. Das kratzt schon. Oh, hast du dich verletzt? Nee, aber es kratzt schon an deinem Kinn wieder. Ja, ich schwitze auch schon wieder da drunter. Weil das Mann, Klima ist ja auch ziemlich heiß, dieses, ne? Dieses Doppelkinn. Da ja, kommt halt her. Auch keine Luft hin. Was? Na, ans Kinn, da kommt keine Luft. Dann schwitzt man da schon mal. Ans Kinn kommt keine Luft. Und da wächst auch ein bisschen was. Ja, ja. Da muss, was ist denn das für einer? Zieh mal die Hose hoch, du Knallkopf. Knallkopf. Besorg dir erstmal richtige Klamotten. Genau. Du Waschlappen. Vielleicht welche, die passen, du Assi. Sollen wir vorne auf den Pinsel warten? Ja, ah, da kommt ja schon ein LKW.
Oh, na sowas. Oh, da ist schon wieder so ein Ding im Himmel. Aber finde ich gut, dass sie so ein großes Sportzentrum hier haben, ne? Guck mal, dieses FIP-Gebäude. Ui. MacFIP. Boah. 87 Etagen reinste Sportfitnessgeräte. Oh, hier können wir Essen kaufen. Ich glaube, die haben geschlossen. Kann hallo? Sein. Hallo? Oh. Keiner da. Oh. Gott, da muss ich mich durchzwingen. Jetzt. Oh. Helf mir! Zieh! Zieh an meinen Finger! Warum ja, laufen wir dafür lang? Abenteuer Nummer 1. Das war unser erstes Abenteuer heute. Ich glaube, wir müssen ja, vorne ja. warten. Ja, und dann waren wir da vorne. Oh, ja. Oh, ich habe Käsekuchen aus der Lobby mitgenommen. Oh, geil. Oh, der darf nicht einfach so über die Straße rennen. Vorsicht, der Herr, Vorsicht. Da kommt Pinsel. Hey, das ist voll. Was ist das für eine Verarsche? Ja, dein Taxi ist voll. Ja, nee, die steigen aus. Ach so. Was ist ja, denn? Ja, hast du jetzt Zeit für hast uns? Hast du Zeit jetzt? Ja. Ja, wir wollen eine Abenteuerfahrt, weil wir dachten, heute machen wir mal einen romantischen wieder. Der ist der Chef vom Taxi. Ja, deshalb fotografiere ich den auch den Assi. Hallo! Warte mal, habe ich mich gerade Assi genannt? Achso, tut mir leid, Sie sehen aus wie jemand, der aus der Southside lebt. Komm. Nee, komm, wieso komme ich aus der Southside? Ja, Sie haben die Arme so hoch, Sie sehen leisure aus. Ja. Sehe ich aus? Leisure. Und Sie haben ein hartes Gesicht. Als hätte man da schon einige genau. Male reingehauen. Twinkie, dreh dich mal um und zeig mal deinen Victoria's Secret String. Wer braucht einen Bus? Ja. Hallo? Klaro. Na, wohl. Ich hab das Schaff eine. Siehst du? Was? Was? Ja, ja. Hanna, sei dir neidisch, ne? Wo hat der Bus geklappt? Nee, die arbeiten beim Bus. Das ist mein Freund Magnus. Die arbeiten beim Bus. Hey, das sind Herren gut. Hallo, was ist mit dem los? Der ist er vielleicht so. Auf Crack? Oder Nein. Hi. Wollt ihr was haben? Nee. Ja, also dafür bin ich hergekommen. Aber das ist gut, dass ich Sie treffe, wenn Sie der Taxichef sind. Ja, worum geht's denn? Ja, der Pinsel hat mich letztes Mal mit seinem Taxi fahren lassen. Das hat mir sehr gefallen. Ich bin der Pinsel. Wie bist du der Pinsel? Der da. Ich hatte eine andere Frisur. Ja, was ist denn jetzt hier mit dem Crash? Ding. Ja. Ey, wollt ihr Schweiner mitmachen? Ich habe euch organisiert. Was wollen wir? Mein Crash Derby mitmachen? Ja klar, ich hab doch ein Airbag schon dabei. Ja, dann sind wir wohl dabei. Wann ist das denn? 21 Uhr. Heute? Ja. Wir haben aber kein Automobil. Ja, das wird gestellt. Achso, ich dachte, ich kann dagegen rennen. Nee. Also, ja, also. Theoretisch kennst du das, Mann. Was muss man da machen? Autofahren. Ich bin dabei. Okay. Du fährst. Müssen wir nur die Jutta erreichen. Aber der Jutta, das Auto steht von der da hinten. Ja, das heißt, steht ja schon am Tag. Oh, ja, dann ist ja. Aber können wir erst unser Abenteuer oh, überleben? Oh nee, ich krieg den Schlüpper da nicht mehr raus. Ja, komm, ich mach. Langsam zieht das echt. Das hochziehen? Oh ja, bitte. Mach mal. Das Etikett auch. Soll das Etikett nach draußen, damit jeder sieht, wie reich wir sind? Ja, mach okay, mal. Okay, eins, zwei, drei. Oh, ja. Oh mein Gott. Oh, das zieht. Haben Sie gerade an Ihrem Schlüpper gerochen? Ne, hochgezogen. Das muss klemmen, dann ist man schön. Du kannst ihn nachher kaufen, wenn wir nach Hause gehen.
Der riecht nach Fritteuse. Ich will nicht wissen, warum. Ja, wegen dem guten Pommes. Scheiße. Wie kann man denn so ein Taxifahrer werden? Den man sich bewirbt. Okay. Wo? Vermutlich beim Taxiunternehmen, oder? Okay. Bei ihm, bei mir, bei Willi. Das sind zufällig die Chefs. Beim Pinsel? Ja, bei mir auch. Ich bin auch ein Chef. Nein, bist du nicht. Scheinbar kann du nicht mit Ding schwelgen, Alter. Ich weiß nur nicht, ob ich das Zeug dafür hab. Sie müssen dafür nichts mitbringen, keine Sorge. Nee, ich meine, weil ich immer hub, wenn ich fahr. Wegen meinem ich Bauch. Ich auch. Und ich auch. Könnte unangenehm werden. Ja. Ja, ich hub auch ständig. Außerdem ist das nicht der beste Fahrer. Boah. Da war noch Käsekuchen im Hals. Oh, ja, das ist meistens ziemlich blöd, wenn er noch im Hals hängt. Oh, geil. Oh, ich hab auch Hunger. Nicht so flink, du Angie. Oh, schon wieder. Ja, ich bin schon wieder am Schwitzen. Also, Pinsel, zeigst du uns ein paar Sachen? Ich will immer nimmst du uns mit, damit wir irgendwelche Sachen ausrauben und so. Nie zeigst du uns tolle Sachen. Aber genau. Heute zeige ich ganz toll. Guck mal, Bischof, ich habe neue Taxifahrer gefunden. Hi. Jo, was geht? Das macht 2,50 Mark. Oh, guck mal, das ist einer von der Kelle Family. Ach, stark. Und seine Gitarre. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes. Ich bin großer Fan. Was hat er? Bist du ein Panel Family Ultra? Ich ja, na klar. Wir sind immer so Tribüne, Twinkie und ich. Wir sind auch die Einzigen, die da sind auf dem Konzert. Ja, das glaube ich. Genauso wie bei diesen, wie heißt der nochmal, von diesen komischen anderen. Alexander Klaas. Ach, Schalke 04, meint er. Schalke 04. Ich muss aber erst mal einen Führerschein machen, Herr Chef. Ja, machen Sie das mal. Ich weiß nur nicht wo. Wie, war, man braucht einen Führerschein hier? Ein Kratz in der Ritz. Oh, wie essen 20 Taxis, hab ich auch essen? Kaputt gefahren. Kriegt man da, ja, kriegt wenn man du noch auch schon essen? Führerschein hast, dann hast du einen Führerschein, dann passt ja. Ich hab einen Führerschein. Ja, den soll ich gut. Ich hab keinen. Mittag gestellt, hallo? Was wird gestellt? Mittag. Wir haben was verpflegt. Ich frage jetzt, wie viel? Ja, da steht ein ganzes... Oh. Warte mal, ich hab was zu essen für euch. Da geht schon gut was rein. Ich hab auch was zu essen für euch. Warte mal, komm mal her, ich geb dir mal was zu essen. Oh, aber fütterst du jetzt hier meine Perle? Ich wollte gerade sagen, fütterst du gerade deine Perle? Das mach Sorge, nur ich, Sorge, meine Ken. Außerdem hast du gar keinen Göffel dabei. Oh, was ist das denn? Ja, das ist so eine Pilze, so ein leckere Pilze. Aber man isst doch ein Pilz nicht so. Ich hab auch noch was. Doch, die kannst du so essen. Die sind so zum Essen, die hab ich vom Bischof bekommen. Was? Ach, wirklich? Die sind echt lecker. Hör auf, das zu sagen. Jeder. Warum denn? Ja, danke. Ja, verteilst doch überall diese Pilze. Oh. Also. Wow, ein ganz. Was hat die dir gegeben? Ich hab nicht hingeguckt. Lass mich dran. Ich will auch. Spornfäge. Schlicki, gib der Spornfäge mal weiter. Ja, wenn du die richtig lange in den Mund lässt, dann schmecken die besser. Ich hab gerade irgendwie Flashbacks von Star Wars. So, und jetzt den Pilz dazu. Komisch, Riesenviech. Was soll ich denn jetzt? Weiß ich nicht. Gib's mir. Oh, der schmeckt ja. Oh, Twinkie kann ich beißen? Weil ich eben noch Spanferkel. Ui, ui. Ein ganzes Spanferkel? Du hast da noch ein bisschen Fleisch auf der Ohren. Oh, und jetzt gib das weiter an den Herrn. Ich hab's nicht. Ich fühl mich. Ich probier mal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das der Pilz, aber keine Ahnung. Das schmeckt wie Fleisch. Alles in Ordnung bei dir? Mir ist alles super. Mir ist bei dir. Bist du besoffen? Scheiße. Seit wann sind die denn Fische geworden? Sieht schon gut zum Angeln aus. Jetzt hab ich Hunger. Was hast du gegessen? Noch so ein Pilz, Mr. Fischmann? Was hast du für Pilz? Fischmann.
Fischkopf, meinen die? Fischkopf hätten sie vielleicht noch einen. Ja, gut, dass ich ihn nicht meine. Warum denn Fischkopf? Ja, ja, weiß ich auch nicht. Ich könnte mal Knicker annehmen. Was? Kann ich noch so einen haben? Und ja, so warte, hier einen habe ich noch. Oh, geil. Lass mich auch abbeißen. Ja, komm. Aber kann wir machen das wie in diesem Disney-Film? Wir teilen uns den. Mach das hier wie die Hunde beim Spaghetti-Essen. Ich würde dich gerne küssen, ja, okay. Aber unser Bauch ist im Weg. Hier, bitte. Oh. Okay, ja. Ordentlich. Der schmeckt, oh mein Gott. Der schmeckt wie scheiße. Wie scheiße. Ja, irgendwie macht der trotzdem auch satt. Ich fühle mich auf einmal wie 100 Kilo. Also leichter? Ja. Als würde man irgendwie schweben. Oder? Ich hab nichts mehr unter Kontrolle. Oh, ja, ja. Das ist schon angenehm hier. Also, jetzt wirken die Leute auf mich. Könnt ihr das auch riechen? Was denn? Still und bleib ne Diva. Jetzt sind sie weggeschwommen. Die Fische. Ey, was machen wir hier? Ich weiß es nicht. Wie sieht's eigentlich jetzt aus? Geh du mal nach links haben hier, die, Hans. Haben die jetzt... Das nenne ich meinen Duftbaum. Ja. Haben die jetzt den Job? Ja, die sind eingesteckt. Woher kommt denn jetzt dieser Cheeseburger-Geruch? Aus meinem Arsch. Ich bin Cheeseburger-Peanut. Sie heißen wirklich Peanut, nee, Erdnuss. Nee. Ich heiße Peanut. Und weiter? Ja. Jetzt weiß Peanut ich, warum Smalls. Er Erdnuss gesagt hat. Peanut Smalls? Ja. Und das zu meiner Linken ist Twinkie Smalls. Ich komme aus Arizona. Ja, aber es geht auch. Und das zu ihrer Linken ist Ronnie Hubs. Ne, das Pinsel. Das ich Pinsel. Der immer sein Taxi schrottet. Ja, gut. Psst. Ja, du bist echt untalentiert. Aber ich fahre hier immer zu meinem Chef in die Werkstatt. Aber wie sieht's eigentlich das aus? Lassen? Fahren wir heute wieder das mit dem Clowns-Mobil-Taxi oder mit wie? Speedo oder so. Und wir haben einen neuen Job frei beim Taxiunternehmen. Kann ich mich bewerben? Ja, natürlich. Ist das schon eingestellt? Ach so. Ich würde mich auch wohl bewerben. Haben wir denn ein Großraum-Taxi? Ja, haben wir wirklich. Passen 10 Leute rein. Ja, mit ihm nicht mehr. Peanut und Twinkie die Busfahrer. Nee, Taxifahrer. Ach so. Und die Fahrkarten, bitte. Ja, aber wo macht man den Führerschein? Ach so, ja. Die Fahrkarten. Kann ich nicht bei Ihnen den Führerschein machen? Wie sollen wir denn den Führerschein mit ihm machen? Ich bin doch kein Fahrlehrer. Fahr doch mal schwarz. Also ich war am Anfang auch ganz schlecht. Pass ja auf, meine Kind. Wo macht man... Ich ruf mal hier bei dieser Hotline an. Ich bin eine Hotline, man. Polizei. Achso, ja, die kennen wir. Komische Hotline. Kannst du mir eine Pizza mitbestellen? Das ist ja durch die Portabelle. Ja, was kann man für Sie tun? Hallo, mein Name ist Peanut Smalls. Na? Ich habe eine Frage. Dann fragen Sie mal Ihre Frage. Wo kann ich einen Führerschein beantragen? Machen. Sie brauchen keinen Führerschein beantragen. Sie haben doch bei Ihrer Einreise einen bekommen. Auch. Ich habe bei meiner Einreise einen Führerschein bekommen. Den haben Sie ausgestellt bekommen. Richtig. Das ist ja gut. Ich habe aber noch nie eine Fahrprüfung gemacht. Dann haben Sie Glück gehabt. Ach, da habe ich Glück gehabt. Ja, alles klar. Danke. Schon mal schönen Abend noch. Los. Ja, ich habe wohl bei meiner Einreise Glück gehabt, ja, dass mir jemand also einen Führerschein also gegeben hat. Ja. Ich dachte schon, ich muss ins Darknet. Aber wir sind doch nicht mal Bewohner von diesem Staat. Wir sind doch nur zum Urlaub machen. Und da kriegt ach, man gleich immer so viele Führerschein. Urlauber. Guck mal, ich hatte mein Portemonnaie. Oh, Tatsache. Muss ich das mal vorstellen beim Abschied. Oh, Peanut Smalls. Sogar ohne Bild. Was zum Teufel war das denn? Mit denen, okay. Da kommt der straight aus der Hölle. Ich hab auch eins, ja. Wow. Schickes Bild. Ja, dann hab ich ja doch einen Führerschein. Ich bin zwar noch nie Auto gefahren, aber...
Ich krieg nicht mal das Lenkrad. Du musst dir mal vorstellen, beim Amt, da stehst du da, hast ein bisschen mal Auto gefahren. Nee, ja, hier, Führerschein. Dann fahren Sie mal, viel Spaß. Aber ich habe damals auch beim Einfahren genau dasselbe Bild gehabt. Die haben auch gesagt, ich habe einen Führerschein. Was war das denn jetzt? Ja, der muss Coffee zur Büchse bringen. Was ist denn das für ein komischer Hund? Ja, hab ich auch gebracht. Ist ein Stachy? Nee, noch nicht. Bischof. Herr Pinsel, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ach, scheiße, es ist Knigger, aber mein perfekter Tag sieht so aus, dass ich mit meinem Chef sich einführte. Ich hab kein Auto hier. Ja, aber da steht doch wollen wir uns mal los. Ich ärgere mich jetzt aber. Hätten die mir meinen Doktortitel verliehen? Am Flughafen. Sollen wir euch telefonieren? Ja, fahr doch zu meinem Wahrstelle fahren. Glaubst du, wir können schon unsere erste Taxifahrt machen? Sag Bishop, der hat ein Auto. Bishop, kannst du Taxi machen? Nigga, stell dich ein und dann können wir mit dem Taxi fahren. Ja, aber ich bin noch nie gefahren. Ich muss jetzt auf den Verkehrsübungsplatz. Komm, wir machen das. Okay. Aber ich bin auch verdammt scheiße. Ja, pass auf, wir machen immer hier eine Fahrprüfung. Wie wir organisiert sind, kein Bus hier. Und dann das kriegen wir schon hin. Ja, aber ich bin voll auf Pilze, kleiner Hobbit. Oh, geht schon viel. Okay. So einfach kriegt man einen Job beim Taxiunternehmen? Jo. Guck dir den Pinsel an, die nehmen anscheinend alles. Ja, mich auch. Ja, kannst, ja, wenn du willst, kannst du wohl sauer arbeiten. Ja, geil. Da muss ich irgendwie rausschmeißen. Ich glaube, ein Bruder, der ist auch hier. Weiß Eli raus, der fährt sowieso nicht. Oh, Alter, die stinken aber. Was mit Cory? Wo arbeitet der? Ja, ihr müsst tiefer Luft holen, dann verschwindet er schnell. Boah, ich will aber auch so ein cooles Taxi mit Cory. Der arbeitet aber wenigstens. Ich schmeiß Cory raus. Warum? Wo ich den ewig nicht gesehen habe. Weiß ich auch nicht. Aber der Fall. Was denn eingestellt, du Penner? Oh. Curry keine Ahnung, der hatte letztens ein Dings hier. So ein, wie nennt man das? So einen allergischen Dings da? Nussschock. Kernreaktor. Ja, genau. Er hat eine Nussallergie und hat eine Nussecke gegessen, weil er ja nicht wusste, dass da Nüsse drin sind. Zum Glück hat er nicht an mir geknabbert. Klemmer macht ja gute Arbeit. Steht auch meistens nicht drauf auf den Nussecken, ne? Die sind ja unverpackt. Eben. Vielleicht hat er die auch am Flughafen bekommen. Ja, was ist eigentlich mit dem Bus los? Oh. Oh, mir geht's nicht so gut. Warum, Sir? Ein Joke. Oh. Weiß nicht, du bist komisch, wegen dem Pilz. Ja. Sieht alles ganz komisch aus. Findest du? Ja gut, dann holen wir einen Taxibus und dann machen wir mal hier eine Probefahrt. Okay. Ja, Moment. Ja, ich muss eben kacken. Wir kommen gleich wieder her. Ja, wir holen eben den Bus. Wir sind mal wieder da. Okay. Hans, ja. Nein. Das Ungeheuer gucke ich mir an. Ey, du heiße Schokoschneckchen. Ich passe auf, dass keiner guckt. Okay. Tommy ist ganz komisch. Ja, mir auch. Ich sag's dir, dir geht's immer gut nach einem Klo, gell? Ja, aber ich muss nicht. Ja, das ist scheiße für dich jetzt. Ja, wortwörtlich. Ja. Ich check mal unsere Finanzen ab. Während ja, du auf mach Klo das. Gehst. Vergiss nicht abzuputzen. Ich versuch's. Stinkt das hier wieder eine Scheiße. Wenn die wieder ein frisches Handtuch dahin gehangen haben. Boah, hier gibt's bestimmt welche, die Mario Kart zocken. Spoon, vielen Dank für 2500 Cheeseburger für Peanut. Lukas K., danke schön für den Resub am 7. Chucky, danke für den Resub am 36. Hukulu. Bolche, danke für den Resub am 19. Da hat doch was gefehlt. Danke. Andusho, danke für den Wissen im 4. Du geile Sau, Danne, danke. Und Hanna hatten wir schon, ne? Chat, wie geht's euch? Wollt ihr Tinkepäckchen? Kurz RP-Pause. Boah, ich bin reich. Da war natürlich Kika ja selber ihre Einreise im Führerschein bekommen. Mann, ich wollte einen Fahrbrief von meinen Cops machen. Aber ihr dürft nur ein Tinkepäckchen. Ich bin arm. Ich habe nur 20 Subs.
Twinkie macht Kunst. Sometimes. Boah, ich weiß auch nicht, wie ich aus dem Scheiß komme. Ruhe. Ist auch hartes Leben. Bin richtig am Struggeln. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn der mich mit seinem Taxi fahren lässt. Ihr beide seid Zucker. Sabmani geht eher an mich, das stimmt. Sonst macht die Oma hier nämlich gar nichts. Mehr Tinkepäckchen. Okay, eins dürft ihr noch nehmen. Was du denn da? Ich repariere. Ach so. Der Knopf ist abgefallen. Als ich auf die 9 gedrückt habe. Lieber kleben, oder wie? Na, ich tue ein bisschen Klebeband hier. Ja. Das sieht schon bestimmt komisch aus von hinten, oder? Nee, geil. Ja? Ja. Alle meine Freunde kriegen Klaps auf den Po. Greif ruhig zu, wenn du naschen ja, willst. Ja, erstmal muss ich hier zugreifen. So, jetzt komm hier. Geil, das ist... Oh. Du weißt, ich hab keinen Schlibber an, ne? Ja. Fertig. Boah. Ich fahr gleich Taxi, kommst du mit? Ja, auf geht's. Aber ich geb mir Mühe. Echt? Na klar. Was auch sonst, ne? Willst du auch Taxi fahren? Ja, natürlich, natürlich. Wir machen dann richtig. Wie sagen die hippen Leute heutzutage? Wir machen dann Para, Habibi. Para. Parajok. Sen gütunim Sikim. Wenn die überhaupt wiederkommen. Das darf man nicht sagen. Hä? Wenn die überhaupt wiederkommen. Doch, die kommen bestimmt wieder. Na, hoffentlich. Aber wir sind zwei super nette Menschen. Ja, das stimmt. Und irgendwie auch bemitleidenswert. Warum das, das denn? Weiß nicht. Also ich bin glücklich. Wir brauchen echt unbedingt einen Job, Mann. Kommen wir hier nicht weg. Komm. Was? Oh, EMS schlägt aus. Hi! Servus! Servus! Hallo! Warum ist Otto Peter hier? Was? Warum Was? Stehst du so alleine hier? Ich warte auf ein Taxi. Zufälligerweise sind wir zu, wie nennt man das noch? Also so eine Art Taxifahrer. Aber noch in der Ausbildung. Ah. Ja, irgendwie schon. Und da kommt unsere Ausbildung, glaube ich. Da schon. Kommt unser Taxi schon. Ja, das sieht doch mal in einem Taxi nach unserem Geschmack aus. Ennus. Ja, wir sind hier. Ja, bin ich jetzt auch. Komm her. Hier ist die Fahrschule. Das ist das Taxi. Das ist das Großraumtaxi. Hallo. Wow. Hallo. Bin zurück, haben Bus mitgebracht. Ja, ja geil. Aber Twinkie ist die ganze Zeit schon hier. Na, na. Krass, ne? Was ist das Bus denn? Seit wann betreibst du denn Fettshaming? Eben, ich hab grad deinen Schlüpper gesehen. Das ja, ist von Victoria's Secret. Geil. Guck mal, der ist neu. Wow. Ja, ja. Wenn du willst, kann man das essen davon, riechen. Ne? Ja. Oh, nee, danke. Nur warm machen muss es. Ich hab noch nie so eine große Katze gesehen. Guck mal. Coffee Gang Gang. Was war das denn? Was? Hat der Hund gerade einen Flick gemacht? Hast du mir nicht beigebracht? Ja. Ist das ein Hund oder eine Katze? Ein Hotdog. Hotdog.
Du, Coffee seid jetzt Best Friend. Hey, mir wurde gesagt, ich soll den zu Coffee, zur Büchse bringen. Und wo ist Büchse? Ja, der war da nicht da. Da wurde gesagt, ich soll ihn an der Werkbank absetzen. Hallo, ja. Peter wollte ich. Nein, wer hat das Essen weggeschmissen? Du wolltest mich kündigen? Ich hab's dem Hund gegeben. Das Essen steht da noch hier. Ach so, warum kriegt der Hund was und wir nicht? Wieso willst du mich kündigen, Hans-Peter? Wollt ihr auch noch was? Will ich ja, gar bitte. Nicht. Ihr wollt ich fang mal. Ich hab einen Dönerbox, dir, ne? Einen Hotdog. Guck mal, Hans. Ignorieren. Dönerbox. Döner mit Knoblauch. Ich hätte gern Döner mit Knoblauch. Wie ist danke, denn, wie ist denn dein Name? Kennst du, warum klaust du? Ja, weil ich haben will. Dankeschön. Achso, ja, der Hans, der hat gesagt, der braucht dich nicht mehr. Eli, Frank, Eli. Das ist aber kein Hund. Hat jemand eine Alarmanlage? Oder Kollege von mir. Der hat eine Alarmanlage verschluckt. Der wohnt jetzt bei uns. Ja. So, Rano, da guck. Wo wohne ich hier? Bei mir? Ich hab Bier. Ich hab Bier. Bier, nicht Bier. Also. Wie Bullshit tut er? Ist mein Haus. Ja. Oh, kannst du ein Foto machen von mir und ja, dem Hund? Ja, wir haben Gästezimmer, Mary. Ja, klaro. Aber so, jetzt wird's aussehen, als wären wir Freunde. Nee. Oh, ich schlag mit dem rum. Oh. Na? Jetzt die Frage, wollt ihr Crash Derby fahren? Halt die Klappe. Sag einfach einen Cheeseburger. Okay. Oder hast du einen Cheeseburger? Wo findet das Crash Derby statt? Da ist so ein Ding, so ein Kreuz auf deiner Stirn oder so. Hund. Oh. Ein paar viele ja, ich will ja nur wissen, was das ist. Komm, wir gehen Gassi. Hast du noch Plätze frei? Jetzt mach ein Foto, schnell. Von Gott? Ja, oh. Leute. Bitte. Okay, Trash, Utah ist da, Crash, der befindet sich da. Weiß ich nicht. Ich hab auch nicht mit so vielen Mexikanern gesprochen. Also, du glaubst an Gott. Es ist wunderschön geworden, das Spiel. Ja. Ist wirklich wundervoll. Ja, Maria, ja, ja. Was ist denn ein Crash Derby? Wir setzen uns alle in Autos und dann fahren wir uns gegenseitig kaputt. Hase Peter, ist es sinnvoll, wenn wir Auto fahren mit dem Crash Derby? Maria. Ne? Und wie kommen wir da hin? Ja, fahren wir mit dem Großraum Taxi, fahren wir da hoch. Soll ich damit fahren? Ja, achso, du willst das Auto fahren? Ja, ich muss doch meine Probe machen. Ja, kriegen wir hin. Ist bitte was? Ja, Maria, die ist ziemlich schnell. Schneid dich an. Ja, Mann, du welche bist Maria? Tot, Motherfucker. Ey, warum das denn jetzt? Hallo? Hallo? Ich weiß nicht, ich hab... Hä, ich verstehe nicht, was jetzt ein Problem ist. Von welcher Maria redet ihr? Mir geht's ja mal gut. Ich rede von dieser Maria, von diesem einem Film da, diese Maria... Okay, folgendes, ich erkläre dir, ich seid grob, kleiner. Die Maria, okay. Meinst du? Also. Wir fahren zum Crash Derby und da, ja, so. Da gibt es immer, weiß ich nicht, zusammen mal 8 oder 10 Autos. Oh, die kommen, wir gehen mal zur Seite, Pinsel. Ja. Komm mit, Frau Schnecke. Komm, Twinkie. Ja. Also, meine Oma macht immer Crash Derby. Deine Oma? Ja, okay. Jutta. Die macht dann 8 oder 10 Autos und dann fährt man um einen Berg und rammt sich mit den extra und das Auto, was aufs Dach fliegt, das verliert und ist raus. Und der Gewinner ist der als letztes noch steht. Und dann gibt es immer 2er-Teams, zum Beispiel 2 Team Gelb, 2 Team Blau, 2 Team Rot und so weiter. Wir dann, sind Team Schokokuchen. Und wenn du eh noch nicht so gut fahren kannst, dann kannst du dann dort ja lernen. Okay, oder? Dann lerne ich da Auto fahren. Ich glaube, das ist klug. Okay. Ronny, war beim Crash Derby dabei? Natürlich. Ich wurde als erstes gefragt, das ist meine Oma. Oh, ja, sorry, wusste ich ja nicht. Mir geht's aber immer noch nicht so gut wegen dem Pilz. Warum nicht? Alles ganz Oma, komisch. Ich fahr mit. Weiß nicht, brauchst vielleicht irgendwie eine Ladung Koks oder so? Okay. Koks? Ja, Chris bestimmt auch bei Bishop. Bishop? Ja, der da. Bishop, hast du Koks? Weißt du, ich Koks? Bin am Würfelparkplatz. Ja, Herr und Frau. Ich hab kein Auto. Wollen wir den Crash Derby mitmachen? Bekommen. Ja, klar. Ja, dann rinn in den Bus. Ich gleich. Okay. Du weißt, dass das voll gemein ist, wenn ihr Auto fährt, aber einer muss mich reindrücken. Hasi Peter, wir sollen zum Casino-Parkplatz, hat die Oma gesagt.
Was Pina, was wolltest du haben? Krieg. Der Pinsel hat gesagt, ich soll einen Koks fangen. Nee, ich hab nur... Jetzt mal wir fahren. Mehr hab ich nicht für dich. Kommen wir zu. Eli, komm mit. Oh zu. Nein. Komm mit Bus. Wie soll ich denn jetzt den ja, ich weiß. Das Auto anmachen? Erklär mir das. Beruhig dich. Ja. Alle drehen? Ja, ich hab ein Problem. Wieso? Mein Bauch. Ja, da geht. Jetzt geht schön auf zum Casino. Gesundheit. Fährt nicht. Frank, bist du auch da? Ja, ich bin da. Geil. Fährt nicht. Ups. Oh, wir werden jetzt hier gefurzt. Ich nicht. Oh, Ronny. Ich weiß nicht. Boah, kann man hier ein Fenster aufmachen? Das Auto will nicht fahren. Meine Reifen hassen sich. Oh. Vorwärts, nicht rückwärts. Oh. Okay, muss warte. In Drive stellen und dann musst du vorsichtig aufs Gas treten. Achtung, es kommt ein Nachzügler. Da lenken musst du auch. Oh nein, 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 nein. Oh, okay, wohin? Zum Casino-Parkplatz. Warte, mach den Namen. Wo ist das? Ja, genau. Hier links. Das rechts. Andere das links. Also. Oh Gott. Arschloch. Meint ihr, das Auto da ist offen? Suchen kann er schon mal. Oh, nein, aus. Okay, du kannst schon ein bisschen mehr aufs Gas treten. Du hast gesagt, vorsichtig. Ja, tritt drauf, damit wir vorankommen. Anfahren. Ihr müsst links, links, wo bist du? Ja, okay, jetzt links am Baum vorbei. Ja, ich steuere dich an. Passt das? Ja, das passt. Ja, Jo, wieso lasst ihr den Dicken fahren, Mann? Weiß ich nicht. Fahrprüfung. Der ist nicht dick, der ist nur gut gebaut. Jetzt rechts. Ja, schieß Laterne. Schieß Ampel. Welche Ampel? Oh mein Gott. Scheißegal, fahr einfach. Okay. Schnell, bevor die Polizei kommt. Hier lang? Ja, genau, einmal geradeaus. An Gehwegfahren ist sicherer. Oh, hier ist Licht. Auf dem Gehweg? Nicht auf dem Gehweg, nicht auf dem Gehweg, nicht auf dem Gehweg. Aber hier ist sicherer. Nee, ist nicht sicherer. Wir müssen mit dem Auto müssen wir auf der Straße fahren. Jetzt stecken wir fest. Hallo, Willi. Aber wer fährt denn da jetzt gerade? Ja, hier, alles Peanut. Gut. Aber du hast doch einen Führerschein, ne? Nein, ich hab keinen. Ja, doch, er hat einen, aber er hat nicht einen gemacht. Warte, wir kommen hoch zum Taxi. Der will bestimmt Crash mit. Derby der will bestimmt mit. Nee, der will nicht mit. Hey. Wer will mit? Weiß nicht. Aufpassen. Ich links. Ach du Scheiße. Gott, nein, nein, nein! Fahr einfach weiter, einfach weiterfahren. Wir haben nichts gesehen. Einfach weiterfahren. Es war hier lang. Wieder hoch. Ach du Scheiße. Ich sehe die Straße nicht. Wie, du siehst die Straße nicht? Jetzt rechts hier, auf die Straße. Ich hab die Augen zu gehabt. Ich mach die Augen nur nicht zu. Aber ich hab Angst. Hier. Geradeaus. Linke Spur. Jetzt geradeaus. Nein, rechts. Nicht abbiegen. Rechts. Du machst ja gleich Erdnuss. Jetzt. Wohin? Nach rechts. Boah, ich weiß nicht, wohin. Rechts und dann geradeaus. Richtung dem Schild, was da ist. Manhood. Der Straße jetzt folgen. Du bist super, Erdnuss. Da oben ist ein Schild. Hier auf der Spur bleiben. Nee, links. Nicht hoch, nicht hoch. Oh. Oh. Das war ich nicht. Hier auf der Spur bleiben, ja, genau. Was meinst du mit Spur? Ja, dann... Bleib, nee, rechts von der Spur. Nein, rechts. Links. Was machst du denn? Die Bullenjucken sieht ja auch gar nicht für, ne? So, jetzt geradeaus. Stück rechts. So. Du musst in der Mitte von der Straße fahren. In der Mitte von der Straße. Ja. Du musst rechts von der gelben Linie. Wie fährst du denn? So, geradeaus, rechts abbiegen. Warum juckt er denn keinen? Ich wäre schon siebenmal angehalten worden. Naja, die wissen, dass du einen Führerschein hast. Deswegen. Ja, vom Flughafen. Ja, und jetzt hier links rein, in die Einfahrt, links in die Einfahrt, Ja, perfekt. Guck mal, da sind die Crash-Döbbi auch. Und hier einfach stehen. Einfach parken. Ja, perfekt. Boah. Noch ein Stück geradeaus. Ey, das klappt auch super immer. Noch ein Stück. Und stopp. Zurück. Ja, so stehen. So, bleib stehen. Ja, bleiben wir stehen. Ja, perfekt. Das könnte sogar Taxifahrer werden. Das war einfach. Das war verdammt gut, Erdnuss. Dankeschön. Hör mal, aus dir wird ein Profi, das sehe ich. Moin. Jutta! Wo ist Twinkie? Ja, auf der anderen Seite. Die kommt gleich in 2 Jahren.
König, hast du gesehen, wie ich gefahren bin? Ruft Asche jetzt an. Okay, du fährst über mein Fahrrad. Ich muss dich mal loben an meinem ersten Tag. Bin ich auch so gefahren. Ich habe jetzt gelernt im Taxi. Dafür kriegst du von mir was Geiles. Hab ich jetzt bestanden? Hier. Danke. Und deine Frau Schnecke hier. Wer? Oh, Ronny, danke. Ja, als wenn Ronny der Sohn ist. Ja. Ich kann nicht hören. Taxifahrer. Habe ich die Prüfung bestanden? Wie bitte? Nein. Habe ich bestanden? Ja, war super. Ja, der Sheriff hat auch nichts gesagt zu meinem Fahrkünstler, also war alles gut. Warte, top, warte, Junge. Ja, ich beeile mich, tschüss. Aber ich muss dich eins leisten. Du bist so gut gefahren, dass du nichts gesagt hat. Mich hätte er fünfmal angehalten. Zurückfährt Twinkie dann. Nein, ja. Nein. Der ist kurz pissen gegangen. So. Ja, ich hab Stimmverzerrung. Wegen dem Charakter. Nein, alles gut, Mann, alles gut. Ich achte da schon drauf. Entschuldigung. Tschüss. Was? Tschüss, Ronny. Was sagt ihr jetzt so scheiße hier? Mama, Rösch, das war ich. Hey, du bist nicht von meinen Fahrkünsten. Ist das dein Auto, Ronny? Ich mal die Tür auf, du Doch, natürlich. Nee, ich glaube, ich hab das selber. Klau, ich meine, du bist so gefahren wie ein Profi. Ich bin nur Profi. Was will man sonst erwarten? Ich bin Formel 9. Jetzt kann ich gar nicht. Ach so. Was müssen wir jetzt hier machen? Ach, ja, ich weiß noch nicht. Ich habe jetzt erstmal die Schuhe und muss ich ein paar Dinge kümmern. Willi heißt du, ne? Ja, richtig. Peanut und Twinkie, ne? Ja, ich gebe mir Mühe. Okay, bis wieder. Wir sind euch. Da war nichts drin. Wollt ihr nicht? Ich bin mit Taxi gefahren. Es war nichts drin. Ich habe die Prüfung bestanden. Es war nichts drin. Das heißt? Ich bin der Taxifahrer. Ach Quatsch, ehrlich? Mhm. Da bist du ja mein Kollege. Weil er telefoniert. Warum? Weil ich auch beim Taxi arbeite. Aber ich kenne dich doch gar nicht. Ja, dann lernst du mich kennen. Okay. Ach, ich bin der Willi. Ah, ich bin Peanut. Hi, Peanut. Das ist meine Frau, die ich über alles drüber, über alle Berge hebe, mein Twinkie. Wer jetzt? Alle beide? Also, die. Wer wollt jetzt alles mitfahren heute? Ich will mitfahren und Twinkie auch. Ja, aber ich bin nur dabei. Ich fahre nicht selber. Doch, du fährst. Wenn jemand auch mitfahren? Ich fahre nicht. Wenn ihr mitfahren wollt, dann muss ich noch mal kurz in den Fahrzeugschein gucken. Ich weiß nicht, ob die Aspo dann irgendwie die Gesamtgewicht überschritten ist. Ja, wir können das ausgleichen. Ja, sie setzt sich nach hinten rechts. Wir können ein Fahrzeug fahren oder ihr könnt ein Team bilden. Ja, das ist schon unfair, wenn wir in einem Auto sitzen. Weil, wie gesagt, ein Ausgleich muss da sein in einem Auto. Ja, das Auto ist sonst kippt das noch schneller um. Ja. Einer muss hinten sitzen, einer vorne, sonst geht die Stoßstange kaputt. Guck mal, wenn die beide in dem Auto sitzen, dann bekommst du die gar nicht mehr umgestoßen. Ja, dann ist das ein T1 Tigerpanzer. Ja, eben. Beschwerde. Also das Rohr davon hätte ich. Kannst du damit auch so scharf schießen? Oh, ist die dann aus wie so ein Würstchen im Speckmantel, oder? Pass mal auf, gleich kriegst du einen geklatscht. Aber was machst du eigentlich die ganze Zeit mit deiner Hand da hinten an der Ritze rum? Was machst du da überhaupt? Ja, bist du wieder so, was dich verstecken, oder? Jusin wollte sprinten. Nein, ihr Höschen rutscht immer runter, die muss das hochziehen. Panik, zeig mal, Twinkie, zeig nochmal. Baba, das ist ein oranges Auto, ne? Was? Baba, komm kurz, du musst mir doch was erklären. Genau, ich nehm die orange. Ich will pink, ich mach Hasepetten nass. Ich nehm auch orange. Ja. Ich will mit Frank aber Team machen. Ach, jetzt. Hans-Peter, du musst mir noch kurz was erklären. Ja, ich hab Frank eben nicht gesehen, jetzt will ich mal was mit ihm unternehmen, immer mit ihm ziehen. Mann, zappel nicht so rum. Fisch, ja, ist okay. Ja. Ronny, mach ich schon mal. Ich verstehe ihn nur gleich. Du kannst bei mir mitfahren, Bischof. Ich verstehe auch nicht. Hast du den Schlüssel bekommen? Ich verstehe Twinkie nicht. Hans-Peter, hast du gerade den Schlüssel bekommen? Nein. Komm mal zu mir, Hans-Peter. Bischof und Hans-Peter sitzen nie wieder in dem ein und selben Auto. Wer bekommt die Schlüssel? Wer ist orange? Der andere ist orange. Ist Frank, ja. Der mit dem blauen. Warum blauen das denn? Hier. Ist orange. Weil irgendwas explodiert wieder, wenn er mitfährt. Du Bischof, was möchtest du? Ich will pink. So, Hans-Peter, komm jetzt mal mit. Letztes Mal war es. Ich hab den ganzen Trubel hier nicht, Twinkie, du? Ping. Wie bitte? Da einmal. Ich verstehe den ganzen Trubel hier nicht. Und ich auch nicht. Alle gackern, aber ich verstehe kein Wort. Hast du pink? Okay, so. So, ihr wollt jetzt auch mitfahren? Wollt ihr in einem Auto oder in zwei fahren dann? Pack schon mal aus. Wir sind eins. Die sind doch schon. Oh, ist der doof. Ihr wollt eins, okay. Ich bin König der Löwen.
Ja, ich hoffe mal, das Auto kommt. Schafft er, der kommt noch von der Stelle danach. Was haben wir denn noch? Wir haben noch. Oh, grün. Hast du gerade Schokolade genießt? Ja, und Blut. Aber vor allem Schokolade. Können wir jetzt eine Farbe aussuchen? Ja, wir haben noch gelb, grün. Und rot. Und. Ja, rot, genau. Trinki, was sagst du? Ja. Mein geschultes Auge Nimm hat mich Leib öfter gericht. Schon mal Autorenn-Dinge sehen lassen und ich habe genau gesehen, dass die Farbe Rot ein klarer Vorteil ist. Also nimmt ihr Grün. Rot. Okay. Nimmt Rot. Rot ist tot. Rot ist tot. Da, ich habe dir den Schlüssel gegeben. Wer fährt? Trinki, fährst du oder fahr ich? Nee, du fährst. Du aber fährst. Du kuschelst mit mir. Ja, klar. Also sind in den Autos sind auch Rennanzüge drin, theoretisch. Die sind One-Size, aber ja, ich weiß nicht, ob die so One-Size sind, aber müssen wir gucken. Da ist auch ein Helm drin, genau, Auto und so. Könnt ihr alles nehmen dann. Ja. Ja, da könnt ihr euch schon mal umziehen. Das wird nicht passen. Ja, ihr könnt ja mal probieren, ansonsten. Nein! Okay. Ich will mich nicht umziehen und ausziehen. Ja, okay, du hast sowieso genug Airbag. Ja, du brauchst keinen Schutz dazu, du hast genug Airbag. Sie sind ein böser Mann. Was? Sie sind ein böser Mann. Ich bin eine Frau. Ach ja? Ja. Oh, sind Sie sich da sicher? Ja. Was haben Sie? Ich hab das hier. Ja, und das hab ich auch. Können Sie auch so damit rumspielen? Klaro. Na klar. Meine sind sogar größer. Weiß nicht, ob das gut ist. Das Hand antrainiert. Oh. Mein Gott, jetzt. Da musst du dich mal waschen, wenn er dahinter die ganze Zeit so juckt. Das juckt nicht. Nee, das nicht. Ist so süß hier. Wie oft denn noch? Das rutscht immer runter. Oh Gott. Und der zwickt. Ich halte es nicht auf. Oh, ich auch nicht. Was sagst du, Jutta? Was denn? Ich hab nur gehört, dass du sagst wieder, die juckt. Nee, oder? Der juckt die ganze Zeit. Also. So. Warte und mal. Sind Jutta. Die Autos? Ja. Das war ja, Jutta. Genau. Ja, wenn er will. Ich will mich denn hinsetzen. Ja, kannst jetzt. Hör mal, Jutta, das war gestern Abend echt schön wieder, wo du die Zähne ausgezogen hast. Was für Zähne. Ja, ich krieg da mittlerweile richtig Übung drin. Ja, wir machen so Autotuning. Die Jutta kaut da nur auf den Felgen. Ach nee, Jutta. Das verstehe ich nicht. Okay, das ist nicht schlimm. Ich hab's jetzt Hunden geschenkt. Ich kaufe immer Fruchtgummis. Fruchtgummis? Ja, das sieht man. Ja. Oh. Was hat der Mann gesagt? Was ist Ronny? Das ist nicht witzig. Oh. Schaurig. Ich glaube, der verliert Luft. Ja. Ich glaube, der geht mal Reifen checken. Warte mal, ich habe was Leckeres vor. Ich habe, glaube ich, euch letztes Mal versprochen. Guck mal hier, oder? Davon habe ich vorhin schon eine gegessen. Ehrlich? Oh, geil. Danke. Kölsche Spezialität. Schmeckt wie Arsch. Danke. Aber I like that. Ja, warte dann, wenn das wie Arsch schmeckt, dann kannst du das hier mit runterspielen. Ja, du kriegst auch einen Schlüssel, kannst mitfahren, du fährst mit. Oh, was ist das denn? Ja, das ist Ramsdorfer Kölsch. Vom Allerfeinsten. Okay. Das beste du. Bier. Das ja. Kölsch ist die einzige. Jutta, reservier eins! Einzige Sprache, die man aussaufen kann. Alles klar. Ein Tee? Danke, Leute, das sind wir. Oh, da sind welche mit dem Fahrrad unterwegs. Hast du bekommen? Ja, hab ich. Und? Schmeckt es? Ja, geil. Ja, rot. Dir. Du gefällst mir, Twinky. Ich möchte mich hinsetzen. Wo sind die Autos? Da hinten. Können wir da hinfahren? Das klingt gesund, hast du die Autos schon länger? Du kannst zeig mir Pinsel. Nein, da vorne. Kannst du mich tragen? So. Oh, ich glaube, ja, das wollen wir beide mit. Dürfen wir schon einsteigen? Schon mal in den Bus setzen? Nehmen das Auto. Achso, du willst da... ja, dann musst du die Jutta fragen. Nein, der Mann ist frech. Welcher? Der alte? Ein Mann oder eine Frau? Die Mann... Das mit den grünen Haaren. Frau, das ist meine Oma. Das ist deine Oma? Ja. Das sieht lustig aus, wenn ihre Zähne klappern beim Reden. Du hast schon in dein Intimpiercing gehört. Man kann das hören? Mhm.
Mach die Placements für Milka mit der Kugellucke. Pinsel, du bist mein Freund. Ja, du bist mein Freund. Und du hast mir heute schon wieder nicht die Stadt gezeigt. Jo, aber morgen... Deshalb hasse ich dich, du Wichser. Okay, aber... Ja gut, du merkst selber... Nee, dafür haben wir ein neues Ziel für heute. Und nächstes Mal zeige ich die City. Okay, und ich darf gleich mit den Autos einfach... rammen. Ja. Und wenn ich auf dem Kopf fliege... Auf dem Dach, dann seid ihr ausgeschieden für das Rennen und dann kommt das zweite und das dritte und so weiter. Aber wir liegen nie auf dem Dach. Ja gut, wir sehen, das passiert. Aber eine Sache darf noch. Darf ich das haben? Was? Das Ding in deinem Bauchnabel. Jo, nimm. Danke. Ist noch was drin? Die kaputt. Conny? Nix, also. Was machst du denn jetzt? Nix. Wird abgeschickt. Das geht dich gar nichts an, der Herr. Privat. Nee, Hosen gibt es nicht mehr. Ah, nur noch Oberteil und Hemd. Ja. Wunderbar. Also, und zwar, wenn man so viel mit dem Auto rammt, qualmt dann irgendwann den Motor und das kann explodieren. Hey, Partybus. Deswegen müsst du aufpassen bei der Hinfahrt zu dem Hügel. Honey. Wo kannst du uns dahin fahren? Bonnie, setz dich rein. Ihr müsst mit dem Auto hochfahren. Oh, das ist keine gute Idee. Bonnie, setz dich rein, das ist der Partybus. Warum ist das keine gute Idee? Wie lange ist der Partybus, den ich hier gesehen habe? Ole, wir fahren den Puff nach Barcelona. Boah, ist dein Fuß auch noch aufs Pedal legen, dann geht das Auto schon los. Ole, ole. Weißt du, warum ich dich so gut höre? Die müssen nur den Mund aufmachen, damit ich mir schon kotzrubel. Oh ja, jetzt wo du sagst. Sie sind sehr frech. Lesbisch, und Alter, aber die Schnauze jetzt, Willi. Ich bin der Willi. Ach, die Schnauze. Wie ist denn überhaupt? Hallo, Frau Schnee, und ich bin zu Besuch hier. Wie nein. Nenn mich auch ruhig Ben. Ja. Wie nein. Oh. Gerade. Hallo? Oder Lord. Wie soll ich dich nennen? Lord oder okay, komm, Ben. Twinkie, wir gehen Gaylord. Nicht an Popo riechen. Ben oder Lord, nichts anderes. Gaylord. Popo, das ist voll weit. Frühstück haben wir Ben. Ja, du sagst es. Willi. Willi. Und was bekommt der Gewinner? Der Gewinner bekommt 50.000 Euro. Euro? Ach, Dollar. 50.000 Dollar. Ja, 50.000 Dollar. Komm, wir schummeln und dann machen wir 50-50. Nee, nix da. Warum? So, Moment, wir machen 50-50. Ja, genau. 50. Ja, mal gucken. Nein. Ja, aber du bringst halt nichts, weil ich trotzdem nicht fahren. Klemmt so stark. Ich weiß nicht, wer das war, ne? Aber irgendwer ist bei uns eingebrochen, hat mir die Hose kleiner gemacht. Ne, ich hasse. Boah, welchen Flitzer fahren wir von den Roten? Na, der hier, oder? Der mit dem weißen Streifen? Ja. Und du bist sicher, dass ich fahren soll? Ja, klaro. Aber... Wir nehmen doch mit Schwarz. Oh, kuschelig hier drin. Und? Wo müssen wir hin? Auto hat aber gerade einen ganz schönen Satz nach unten gemacht. Das ist ja auch ein Lowrider. Ja, jetzt schon. Bitte Fenster runter. Das soll schön in die Sitze einziehen. Wo müssen wir hinfahren? Ja, noch erstmal nirgendwo hin. Wir müssen jetzt warten, bis der Rest kommt. Wer? Vier Leute fehlen noch. Wer? Da weiß ich schon nicht, die kommen. Ach so, dürfen wir jetzt nicht fahren? Hallo, ihr Menschens. Oh, mein Radio ist an. Erstmal ausmachen. Oh, da kommt die Mafia. Ich will stehen lassen. Das ist die Mafia. Wer ist er denn? Oh, achso, hey. Ich dachte, das wäre Hardy. Aha. Hi. Hallo. Ach, die aus dem Cube letztens. Ja, wir haben Party gemacht. Kann man noch mitfahren? Ja. Aus wie Shepard, aber okay. Ey, kleinen Tipp. Die waren letztens im Cube gewesen, ne? Ich streng dich ganz toll an, beim Hinfahren nicht unfair zu machen. Kannst du meinen Arm riechen? Hallo.
Was machst du denn da? Der riecht unter meinem Arm. Na, alles fresh. Was soll denn? Frisch sammler Mensch. Was? Nein! Nee! Nee! Ja? Oh. Hier hat irgendjemand an einem Hähnchen gelutscht gerade. Habt ihr das gehört? Ja, das war ein bisschen. Das war ich! Ah, okay. Ein Hähnchen. Und ich soll mir auch Crash-Derby mitmachen? Ich bin ein Autopen. Autopen? Habt ihr noch ein Hähnchen? Kann man da so eine Karre fahren oder was? Warte mal. Klar kann ich die fahren. Ich hab Chicken Burger für dich. Willst du Chicken Burger? Ich glaub, Rot gewinnt heute. Warum? Ich hab Rot hat Masse, Rot gewinnt. Wer wollte jetzt mitfahren? Hat Peter dich angerufen dabei? Guck mal. Ja, ich hab keinen Schatz. Hey, geh weg von unserem Auto, du Assi. Ich hab dir einen Chicken Burger gegeben. Riech unter meinem Arm. Jeder. Tina, du hast schon wieder deine Perücke verloren. Ich hab meine Perücke wieder. Oh Gott, ja. Ich hab, glaub ich, auch irgendwo noch einen Schlüssel von einem von den Dingen. Das wünschen die Freaky. Ich hab doch mal einen gekauft. Ach so. Geile Sau. Ja, aber doch nicht von denen, oder? Nein, du bist selbst eine geile Sau, danke. Ja, das weiß ich schon, dankeschön. Aber ich bin vergeben und verheiratet. Also, ich bin auch vergeben und noch nicht. Ist keine Chance bei mir, du Gerippe. Du? Der Typ, der weiß, ich bin gleich auf Laufkurs. Auf tiefer? Ja. Siehst du, Twinkie, ich hab deine Ehre verteidigt. Ja. Dass ihr beiden da drin überhaupt nebeneinander passt, ne? Dass die dich überhaupt freiwillig hier draußen rumlassen, rumlaufen lassen dürfen. Du darfst dich bestimmt keinem Kinderspielplatz 200 Meter nähern, so wie du aussiehst. Krass. Ach, deswegen stehst du immer mit einem Bus an einem Kinderspielplatz. Hey, ja klar. So, also. Kinder schaffst du von der Rutsche. Du fährst cool. Mit wem willst du ein Free Chicken drauf? Ich bin mit Kimmel fahren. Nee, das frage ich mich auch. Der ist schon vergeben. Ich bin schon lang, ich hab den sechsten Gang drin. Der hat Kopfschmerzen. Oh je. Ja, pass auf. Ich bin das so gut. Du bist jetzt grün. Der grün-schwarze. Wo ist Ronny eigentlich? Für euch zur Info, Teilnahmegebühr ist 10.000 eigentlich. Aber ich bin zwar, dass die 10.000 haben. Was aber ist mit dir? Wir zahlen in Naturalien. Ja, mach mal alles später. Das dauert nicht so lang. Rennen, also hier. Hast du gehört, Jutta? Anzug und Helm, Jutta? Ist da drin? Also ein Oberteil. Ja, aber die die zahlen in Naturalien. Die haben gerade gesagt, du übernachtest heute beim Peanut und Twinkie bei mir. Nee. Ja, kannst du knicken und Stroh ein. Der hat allein schon wahrscheinlich Schokolade in seiner Fettfalte. Hallo, du bist aber ganz schön frech heute zu den Herrschaften. Ja, ich weiß. Ich bin ja heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ehrlich? Da hat überhaupt noch aufgestanden. Wir sind wunderbar. Nein, ich bleib nicht stehen. Das kannst du bei Jona machen. Da kannst du bei ihrem Mutterboot fahren. Bischof, ich zieh dir eine. So wie ich dir gestern wieder in den Zöpfen gezogen hab, du kleines, geiles Schulmädchen. Mach dir alten Schachtel mal, wenn's losgeht. Ja. Was? Mach die alte Schachtel mal, wenn's losgeht. Ey, du alte Schachtel, wann geht's los hier mit der Action? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jutta heißt sie. Herr Jutta. Herr Jutta, wann geht's los? Action Jackson! Achso, schade aber auch. Wir sind voll bereit. Ich wäre besser auf der Couch liegen geblieben im Taxi. Dann parke ich mein Auto mal hier. Meinst du, das wäre besser gewesen? Oder? Ja. Ich hätte besser mit mir doch Blätflix reingezogen. Ihr wollt die Daumen mitfahren oder was ist los? Irgendwas passiert heute, das spüre ich. Und du, die rote Dame? Ja. Ja. Okay, ich kannte deinen Namen gerade nicht. Okay. Wo ist Ronny? I don't know. Ja. Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Hat Schlötchen hängen oder was? Nehmen, ja. Ne? So, wer will eine Kopfnuss? Knicker, komm her. Wie schmeckt die? Gibt es nach Zitrone und Kirsche. Oh, falscher Gang. Oh. Boah, ist nicht schlimm. Die Karre ist später eh Schrott. Aber jetzt sehen wir mehr, weil wir sind höher. Das sind schon Schrott. Zumindest die Augen, die stoßen vor. Voll gut. Ja. Also irgendwie schön. Ja. Guten Abend, die Herren. Oh, ich sag's dir, Herr Barclay, was ist mit dir? Ich bin aufgeregt, ich bin aufgedreht. Ich stehe unter Einfluss von Spaß. Von Kokain, meinst du wohl? Nee, von Spaß. Was macht denn der da mit dem Hund? Dein Ernst, Jürgen? Weißt du, ehrlich gesagt, ich kann nicht wissen. Ich ergeb mich.
gibt es und du ergibst es. Sag mal, was macht Peter? Ich hab einen Frosch im Hals. Was ist los mit dir? Der nuckelt an der Zitze der Gesellschaft. Wo soll man dran nuckeln? Sag mal, warum stehst du da eigentlich so scheiße? Entschuldigung. Ach, Willi, ich weiß auch nicht. Okay. Ja, da hinten pinkelt. Ja, guck. Der pingelt. Alle sind gemein zu uns, Twinkie. Ja. Ist ja auch nichts Neues. Ja. Guck mal, da hinten steht der Ronny, ne? Der ist ja Pipi am Machen. Eine Frage, gibt's heute Abend der Stadt irgendwas? Fahr da mal rüber, erschreck den mal. Ja, na klar, sie sind mitten dabei, was zu erleben. Nein, nicht erschrecken. Ne? Da pingelt er sich noch ein. Ein Derby. Das wäre ein Steinbruch. Ja. Nein, Bruchstein. Oh, Bruchstein ist das Material, was rauskommt. Wo müssen wir gleich hinfahren? Ja, aus dem Steinbruch. Steinbruch. Ja, Steinbruch. Wo ist der Steinbruch? Am Osthighway. Hast du noch ein Team da ist? Also 10 Minuten. Habt ihr noch eure Karte dabei, die ihr bei der Einreise Team bekommen Makarov. Habt? Na klar, direkt hinter meinem Führerschein. Was? Ich fahrt ihr gleich mit dem Rebel hinterher. Und dann fahrt ihr hoch. Was habe ich? Zwei Leute? Der Steinbruch. Auf der rechten Seite. Den Osthighway. Guck doch mal, auf der rechten Seite, auf der Karte. Ja, das Wasser. Wo willst du ja, da links daneben, wo kein Wasser ist. Da ist Steinbruch, Bruchstein heißt das. Ach, okay. Da müsst ihr hin. Aber fahrt einfach den anderen Autos hin, der ist einfacher. Okay. Wir brauchen auch noch Zuschauer, brauchen wir auch noch Und ihr müsst die Helme gleich aufziehen aus dem Kofferraum. Auf gar keinen Fall. Das wird schwierig, glaube ich. Ich ziehe mir keine Luft. Warum nicht? Ich bin schon mitgefahren, das macht Spaß. Fahrst du denn jetzt mit? Party, people, party, party. Also ich fahr bei Ronny mit. Wann geht's endlich los? Ja, eigentlich schon. Gute Frage. Wir haben jetzt schon gewonnen mit der Masse. Ich will noch fragen. Will die jetzt wegfetzen? Ui. Oh Mann, wie viel fehlen? Das ist doch der Ronny. Oh. Ja. Szene, dir alle. Oh. Ey, Bock auf Crash Derby? Ich bin aber heute auf Aggressivität, ne? Was stimmt nicht mit dir? Ja, ja, was ist denn los? Wo bist du? Ja, bin sauer. Man hört, dass du sauer bist. Du fluchst wieder wie verrückt. Und dann findet oben am Schreibtisch. Schlimme Wörter. Fein, Tommy. Nicht mehr so fein. Ja, das, genau, Steinbruch oben. Und wir brauchen hier, zwei Fahrzeuge sind noch frei. Die müssen jetzt Kaffee, zwei Leute herkommen, die fahren wollen. Kaffeeböhnchen. Die nächsten. Sophie. Das ist lecker. Geht's Kopf los hier. Oder was? Ich weiß schon. Ich weiß nicht. Ja, ich organisiere gerade Leute. Wer zuerst hier ist, braucht zuerst. Brrr. Brrr. Das geht nicht mehr. Mit Tennessee konnte ich immer richtig reden. Der hat immer mit mir gejault. Au! Ja, ich fall die gleich um. Ja, und jetzt. Keine Ahnung. Ja! Koffi, mach den Wolf. Twinkie, kannst du schalten, nicht fahren? Ich kann's versuchen. Okay. So, guck mal, wenn ich hier so... Ja, warum sagst du, vergib's mir? Entschuldigung. Was hast du gesagt? Ich hab mit dem Schaltknüppel geredet. Ja, Mann, was hat die jetzt gerade gesagt? Sag noch mal was. Hat die mich beleidigt? Sag noch mal was. Du bist selber dick. Twinkie, sag noch mal was. Habt ihr auch gehört, ne? Was? Ich hab's wieder nicht mitbekommen. Die Frau hat gesagt, you dick. Aber du bist selber dick. Wieder? Ja. Komm mir nicht zu nah. Okay, einer ist ein Fahrer. Okay, danke dir. Komm doch zu mir, Zuschauer. Yo. Was ist mit dir? Okay, tschüss. Keiner kommt mit deinem Temperament an, mein Schlucki-Bub. Du sag mal, Dick! Man! Wann hast du einen Pullemann? Also noch was. Die Klamotten sind hinten im Auto, im Kofferraum. Die passen eh nicht. Ist das Willi? Ist das so? Ja, der ganze wir brauchen keinen Helm, wir haben Airbags. Okay. Hat er auch ein Auto? Und wir haben uns und darauf kommt's an. Ach komm, die Weg. Wir fahren alle gemeinsam. Na, Juli, chill. Ne? Ist hier im Steinbruch, ne? Bruchstein? Ja. Heftig, oder? Oh, mein Mund.
Ich kriege ein paar Watt von der Fresse. Geht euch mal hämmer, was ist denn? Ich check ihn nicht. Geht euch gut? Die wird noch was anderes im Fett, dann zeig ich der was. Da steht die vom Auto und pupst einfach. Grüße. Der Willi. Wollen wir dann losfahren? Ja, wenn Emma ja, kommt, crasht er wieder los. So, jetzt sind alle ja, auf. Den müssen wir nicht mitnehmen, ne? Ja, wenn der Russland so richtig Ass gibt, oder? Mal sehen. Gehen, ja, okay, ich glaube, es geht los. Meinst du? Ja. Ey, dann sterbe ich. Guck mal, die stellen sich da schon alle auf. Die müssen da hinten hin. Du bist selber dick. You motherfucker. Selber. Was? Mach Platz. Ja, ja. Okay. Ich glaube, die Puppe will mal ins Unicorn. Ey! Ach, fängt noch nicht an? Nein! Ach so. Warum ich? Ich dachte, fängt schon an. Ja, dann fangen wir jetzt an. Alter. Pinky, wir fahren noch nicht. Ja, was ist mit ihm? Boah, was ist mit dir? Hör mal, ich glaube, ihr kommt noch nicht hier, mal an. Hier, jetzt geh weg. Wenn das weitergeht. Ich hab Bananen dabei. Was hast du? Bananen dabei. Boah, ich fotografiere die jetzt, ne? Sind wir jetzt alle Stadler oder fehlt noch einer? Ich bin Model, warte. Ich kann Franzosen. Hä, das sind doch immer die asiatischen Urlaube mit den Die Bilder verkaufen wir im Darknet. Ja, klar, es gibt dir eine Menge Geld. Und fängt schon an. Nein! Geh da weg, stopp! Aber wenn ihr Bock auf Bananen habt, ich hab schon... Steig jetzt in den Rebler! Wo ist der? Bist du doof? Der steht doch da hinten! Wo denn? Die Cherin sagt doch nicht, Alter, du willst eine Banane! Mein Gott! Wie sie dich anhört, ey! Doof ist die schon ein bisschen! Wie ein Hamster, auf dem ich mich draufsetze! Der macht nur gar keine Geräusche! Ja, macht er wohl! Ja, der macht nur noch... Nicht hahaha, sondern höchstens... Und dann hast du ihn eingeatmet. Now, fuck you there! Hey, du Arschloch! Ich bin hier! Oh nein! Bleib behindert! Hört auf mit der Scheiße jetzt! Der darf nicht! Das ist mein Auto! Arsch! Ja, doch, warum bin ich eigentlich jetzt? Au! Sag mal, ist so gut hier? Dummköpfe! Halt's Maul! Halt's Maul! Oh mein Gott, er fährt Jutta um. Oh, Jutta, Achtung! Ich bin dir fast über die Schlöpse gefahren. Ich glaube, den müssen wir als letztes die Schlöpse mit, weil den der ist uns ein Team. Was denn, Jutta, was ist? Ach so, den roten? Ja, der hier. You ain't shit! You ain't shit! Hi, du im roten Auto, bist du in unserem Team? Ja. Also werden wir ein Team? Ja. Okay. Geil. Die Hose aus. Den dürfen wir nicht ran. Hm? Vorsicht. Du musst mich anfüllen, oh. Twinkie. Ja, auf geht's, mein Speckschnütchen. Jetzt fällt er hier weg. Nein. Halt fest! Okay. Aua! Hey, seid ihr bescheuert? Du bist bescheuert! Was macht ihr? Autofahren! You ain't shit! Jetzt reicht mir's. Haha! Weiter! Ey! Oh Gottes Willen! Ich pack jetzt nicht. Auf geht's! Wohin? Steinbruch. Warte, zwei, dass Frank hier aus der Apotheke wiederkommt und das noch ins Fahrrad. Aua! Jetzt der Fahrer ist auf dem Weg und Frank ist hoffentlich da auch wieder da. Sollen wir schon losfahren? Nein. Ey, die sind doch schon kaputt, bevor wir da oben sind. Quatsch. Doch, doch. Wenn von irgendeinem Typen das Sprit leer ist, dann ist das leer, dann wird nicht nachgetankt. Deswegen würde ich immer vorsichtig walten lassen, ey.
so ein Auto frei, dann verstecken die Dinger. Gebüsch. Ja, das ist ja frei. Okay, pass auf, ich hab einen Schlachtplan. Okay. Ja? Ich denk mir, es fällt dir leichter, die alle wegzuhauen, wenn du dir einfach vorstellst, dass diese Autos Obst und Gemüse darstellen. Also Orange ist eine Orange, ich bring die um. Gelb ist eine Banane, ein grünes Salat. Voll eklig. Ich glaube, damit hättest du jetzt erstmal ein bisschen Motivation. Ich werde die töten. Ja. Wir sind jetzt sofort unterwegs. Soll ich dich jetzt mitnehmen, Jota? Nö. Ach, sind die jetzt wieder da oben oder was? Right. Okay, geht los, wir fahren hoch! Auf geht's. Wo fahren wir hin? Ich hab den schon verloren. Zu diesem Steinbruch oder so. Steinbruch? Ja. Wo sind die? Ich weiß nicht. Ach, da hier auf dem kleinen Computer. Hey, wir können auch einfach das Auto nehmen und unsere schöne Zeit machen. Nein, hier an dem Computer. Ein... Da? Mit dem kleinen Auto ist einfach... Da sind die. Dürfen wir jetzt schon rammen? Ich weiß nicht. Du bringst uns ja jetzt schon aus dem Rennen. Tut mir leid, ich bin Fahranfänger. Ja. Ja. Ja, ich hab schon bereits. Alles gut. Das war eine knappe Kiste. Du sagst es. Oh, das ist den Schuh. Hier müssen wir ganz schnell fahren, ne? Ich weiß nicht. Ich... Das ist einfach. Hier muss man nur geradeaus fahren. Ja. Hier kann nichts passieren. Hey, der fährt da rechts. Ist das doof? Falsche Seite, du Idiot. Ja, falsche Seite. Bist du lebensmüde? Was? Wie dumm. Ich verstehe nicht. Ich verstehe auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin nervös, wir müssen gewinnen. Wir kriegen $50,000. Damit können wir uns selbstständig machen. Ey, damit können wir ein. Hey, der macht Fernlicht an. Fahr mal vernünftig. Fuck you then! Genau! Fuck you! Oh, so ein Auto ist einfach zu fahren. Ja? Ja. Das ist gut. Sowas bräuchten wir eigentlich. So einen kleinen Windschnitting, ne? Ja, genau. Wo ist die Bremse? Oh je. Vorne sind die. Ich glaube, hier kommst du nicht so runter. Versuch's da. Ui, ui. Das war knapp. Das lief doch echt gut. Der Typ in Orange hat uns gerade geärgert, ne? Ja. Halt dich fest. Das ist mein Parkplatz. Ja, komm mal hin. Warum scheißt du da aus? Herr Rauch! Was soll die Scheiße, Mann? Hallo, runter von unserem Automobil! Er bricht so klein, naja! Er hat uns sein Auto da runtergeschmissen! Komm wieder hoch! Was? Das ist mein Parkplatz! Er hat gesagt, das ist mein Parkplatz! Ronny, wir schaffen das, ne? Ja, wir schaffen das! Oh ja, ich seh's.
Also wie gesagt, denkt ihr einfach, dass es Obst und Gemüse ist. Weg! Ja. Was? Weg? Pack, ich mach dich schon weg. Spät. Alter, sag mal, geht's euch gut? Packen woanders. So, ich stell euch jetzt mal alle hin und steigt aus und dann erkläre ich euch die Regeln. Wir müssen aussteigen. Hey, komm her! Ja. Oh, Pina, gleich müssen wir den ganzen Berg wieder hochlaufen. Nein, wir bleiben im Auto sitzen. Oder? Aber jo. Der erklärt die Regeln. Das rollt. So ist gut. Hallo? Ja. Soll ich den Overwatch ablenken? Ja, bleibt erstmal hier stehen. Das. Guck mal, ob der Helm in eurer Größe da ist. Ja, der passt. Willi, du Geiler. Was geht ab? Da, wenn's gut. Was ist das da? Was hier, die Bullen stehen da hinten, ne? In der Schlucht, da siehst du das? Billy. Die kleinen Fotzen. Ja. Die Schlucht, die Scheiße! Hallo, Steffi! Hallo! Das war ich. Das, aber was ist das doch du? Ja, warum? Ja. Das sah schon für einen Knicker aus. Kommt doch die Live-Schranke da vorne. Störde. Ja, Schluck. Ja, ja mit gleich. 130 ist er noch nicht reingeschossen, 300. Also. Ist das hier legal, was wir tun? Eigentlich ja. Ich würde es nicht hoffen. Ja. Ich geh kurz Pipi machen. Alles klar. Jutta! Krieg, ich komm sofort wieder. Ja, hi. Ja, klar. Hi. Boah, ey, ich hab den Bock bei Jutta. Ich muss auf Klo, muss Pipi. Bis gleich. Wo, Karen, das weiß ich nicht. Nein, kann nicht sein. Ah. Wolfpack, danke schön für den Wissab am 31. Und Shorty, danke für den Prime 39. Coole was, gehen nix dahin. Und Tixel, danke für den Prime 10. Und Dark Shadow, danke für den Prime 23. Und ich glaube, das war's. Hallo. Bucky, Bucky, Bamboo. Alle warten. Ich werde es auseinandernehmen hier. Ich habe schon euren Plan gehört. Was denn? Ihr denkt an das Obst. Du willst mein Auto fressen. Ich mach alles kaputt. Ihr bekommt alle ein Brett. Ja. Wann geht's los? Du musst hier rüber zu denen. Und was ist mit Twinkie? Ja. Nein. Okay. So, ich bin zurück. Let's do it. Ich werde mit Lulu machen. So, was sind jetzt alle Fahrräder hier? Richtig? Ja. So, also pass auf, die Rennstrecke ist hier einmal um diesen Sandhaufen herum. Welche? Im Kreis. Langweilig. Hätte ich noch so. So. wer sich über das Dach.
I did it again. Der Stein. Wer sich überschlägt, also auf dem Dach liegen bleibt oder sich halt noch mehr überschlägt um mindestens 90 Grad, der ist raus. Da gibt es dann einen Signalton, den spiele ich euch mal kurz ab, damit er weiß. So. Oh. Ich wusste. Das ist der Signalton. Und dann wie war der Signalton nochmal? Nee, ich möchte nicht mehr. Tut mir leid. Ja, nee, aber der war echt leise. Also im Gegensatz. Da kam Land mit. So. Ah, super. Jetzt hört sich das auch an, wenn er seinen Arschloch zuhält. Nein, so hört sich das an, wenn Twinkie im Fahrstuhl steigt. Versteht nicht, warum er lacht jetzt. Versteht auch nicht, was er sagt. Oh, der war so gut, das ist unfassbar. So machen die Schiffe nur, wenn man kurz im Wasser schwimmt. Gut. Also wie gesagt, Rennstrecke, wer sich überschlägt, der gibt ein Signalton, da müssen alle stehen bleiben. Der Fahrer fährt dann raus, wir machen 3 Runden. So lange, bis immer nur ein Fahrer noch da ist. Was? War das zu schnell für dich, oder was? Hä, wie 3 Runden? Und wenn 3 Runden keiner auf dem Kopf liegt? Nein, wir machen insgesamt 3 Durchgänge. So. Wir machen, ein Durchgang ist immer so lange, bis du noch einen Fahrer fährst. Durch? Ja. Ah, ach so, jetzt habe ich es verstanden, okay. Genau, und dann nach jedem Durchgang, jedes Auto kann einmal repariert werden mit einem Reparaturkit. Wenn das Auto anfängt zu qualmen, ist man auch raus. Also wenn das wirklich anfängt zu qualmen, dann... Was ist, wenn ich mir einen Rauch im Auto? Ja, ist nicht. Rauchverbot. Hast du nicht das Schild gesehen im Auto? Na, was ist denn da mit dem Heimmobil? Was für ein Mobil? Ja, ich kann nur nachziehen. Mach weiter, mach weiter. Ja, hab ich schon. Achso, genau, es gibt, der Gewinner kriegt ein Preisgeld von $50,000 gespendet von dem lieben Herr Ryan West, der Vermieter von dem wunderschönen Pink Cage, weil ich jedem nur sehr ans Herz legen kann. Hashtag Werbung. Warte mal, was ist gesponsert? Gutes Essen? Ja, chill mal, ich komme noch dazu, Herr Peter. Ich war gerade sagen, vorhin gescannt. Ja, außerdem wurde das Rennen mit freundlicher Unterstützung von West Coast Performance gesponsert. Na gut, ja. Wir sind der besten Werkstatt, der besten, ja, die hübschesten Männer in Los Santos sind da. Grüße Landestadt besitze. Ja. Bonnie, du bist ja auch kein Mann. Bishop gehört aber nicht dazu. Oh. Doch, fuck. Also wir müssen im Kreis fahren und uns rammen. CQ-Kopf. Richtig. Wie bei uns im Bett, Twinkie. Ja. Und wir haben uns halt im Kreis drin, könnt euch ja nicht. So. Habt ihr das alle verstanden? Dann könnt ihr euch jetzt in die Karre setzen und eine Frage, ist jetzt auch nicht wenn ich einen da oben erwischt, ja, ist das macht die Disqualifizierung? Nö. Nö, da kriegst du Sonderpunkte. Du musst mit dem ganzen Mord. Komm, kann ich das gar nicht. Ach, und ganz wichtig, Licht aus bei jedem Auto und anschnallen. Licht aus? Ja. Anschnallen? Ist der besoffen? Ich glaube schon. Okay. Anschnallen. Kannst du mir den Anschnaller geben? Das ist meiner. Mein, gib mir meinen. Da. Ja, wie soll ich denn um die rumkommen? Puh, ganz schön ein wie ein Korvett um den Bauch. Ich kann versuchen, den festzumachen. Oh, shit. Er hat verloren. Wichser. Ich park hier. Hast du super gemacht. Willi, steig ein. Oh, hier ist der bist du mein Erzfeind, damit musst du leben. Was? Ja. Sind alle soweit bereit? Oh, ich muss mich umdrehen, warte. Geh ich auf den Berg und dann gibt euch das Startsignal. Arschloch. Geh mit euch das Startsignal, dann geht los. Guck mal, Peanut. Ja, ich muss umdrehen. Peanut. Ja. Binky, schnallt euch an, das ist ganz wichtig. Okay. Seid nichts. Anschnallen, wir wollen keine zertrümmerten Köpfe. Wir brauchen im roten Auto einen verlängerten Gurt. Alle Fahrer bereit. Ey, ich hab da wieder einen Peanut? Ja? Wichtig, schnallt euch bitte beide an, ja? Das ist ganz wichtig. Okay. Fresse, du Assi. Was? Fresse, du Assi. Bis jetzt mein... Ihr seid meine Todesfeinde! Ich werde euch Snacken und Bretter verteilen! Rot, den Wagen sieht aus wie ein Doppelbopper, sei ruhig. Dein Wagen sieht aus wie deine Fresse. Oh, was passiert? Jetzt geht's los. Und los. Ich dachte, man... Oh. Twinkie! Jo.
Wir fahren erstmal nach Verkehrsregeln. Ui. Da hinten geht es ganz schön zur Sache. Jetzt pass auf. Kamehameha! Ey Leute, die fliegen! Lass ihn mal vorbei erstmal. Bam! Oh, da hinten erwischen wir einen. Jetzt! Bam! Und hau rein! Smack that picture! Bam! Hau rein! Oh mein Gott! Oi, oi, oi! It's a good Twinkie! Wir müssen den Rahmen nach vorne wippen! Hier geht's ja ganz schön. Okay. Alle stehen bleiben, alle stehen bleiben. Mutter. Das ist mein kleiner MP3-Player hier. So, wer hat sich da gerade über seinen Green ballert, ne? Ja. Okay, dann... Er hat die ganz. Richtiger Allmann. Loser. Schiedsrichter. Warte, ich mach mal meinen Lautsprecher. Ich nehm die Nummer 3. Aber nicht der Telefonjoker. Ja. Der Grüne. Was? Und wer hat Probleme? Also ich glaube, alle, die hier teilnehmen. Haben die was gesagt, Twinkie? Ich hab mir die Ohren zugehalten. Oh. Wann geht's weiter? Ich bin heiß. Ja, gleich weiter. Und bitte keine Aber das ist mein Lieblingssong. Du werdet jetzt noch Probleme? Du gleich, wenn du nicht die Hupe machst. Warum? Apotheke oder was? Wir sind ready. Ja, scheiß drauf, wir machen jetzt weiter. Alle fahren weiter. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer. Okay. Ja, fahrt weiter. Okay. Nice, wir sind noch drin. Au! Weg mit dir, Schmutz! Weg mit dir, Schmutz! Ui! Nein, nein, nicht gut. Twinkie! Ja. Spinnst du? Oh! Ui! Ui, 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 ui! Oh mein Gott! Bam! Wow! Da kommt unser Gewicht zum Einsatz! Ui, ui, ui! Boom! Bist du angeschnallt? Ja. Ja. Oh mein Gott. Ui, aua. Boah. Geht's dir gut, Twinkie? Ja. Du bist aber gut durchgeschüttelt. Nee, da bin ich auch nicht gemeint. Oh, der Pink ist weg. Du musst eine gute Attacke starten. Da hinten. Na, zum Beispiel. Jetzt geh doch da weg. Kamehameha! Stopp! Wir haben unseren eigenen Mann ausgeschaltet. Der ist tot. Der ist tot. Der Bruder hat ihn dann mit dem, oder? Der ist tot. Wo ist denn der Dritte? Der liegt wahrscheinlich ganz unten. Und der Schimmer, der draußen hat, der ist ja noch Kinker noch. Wo ist denn der? Der
Wie, hä? Bonny, du hast sie auch überschlagen! Also, ich weiß nicht, hast du den Ton gehört, dass wir aufhören sollen? Scheiße, Alter, nö, hast du den gehört? Nee, auch nicht. Oh. Gar nicht. Die kriegst du da nicht raus. Wenn's weh tut, sag Bescheid, dann hören wir auf. Oh, jo, tschüss. Gut, Medic, Medic! Medic! Alles gut! Ja, gut, Respekt gezollt, ja. Weiter geht's. Okay, Euler wieder auf Position. Boah, die den hab ich weggekriegt. Aber riechen die. Da liegt da, der Lutscher. Halt dich ja, immer gut fest. Ist aber blöd, weil der natürlich zu uns gehört. Ja, na und? Aber wir brauchen den schon. Der wir haben zwei auf einmal ausgeschaltet. Hasenpenner, wehe, du schubst uns da rein. Ich weiß ja, was ja, wir haben mich zwei Autos runtergeschubst. Geht weiter? Oh. Ja, ich weiß nicht. Oh, den packen wir uns. Sau, mach! Denk mal! Oh nein! Oh, alles gut. Oh. Boah. Au rein! Oh, wir haben Glück. Das schwarze Auto. Hau die weg! Ja, auf der Seite ist okay, nur nicht am Dach. Ich hab die ganze Zeit den Drogen reingepackt. Weg mit dir! Und tschüss. Ja. Das ist mir sehr gut. Oh, das ist ja... Da, 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 Attacke! Bam! Wenn die da runterfallen, sind die nicht ausgeschieden? Oh, das war knapp. Nee, ich glaube nur, wenn die sich drehen dabei. Hast du den Helm an? Ich hab schon. Hi. Ich warte noch, guck mal da hinten. Ich dachte nur hier. Weil, so weit kann ich da nicht gucken. Ich bin nervös. Den holen wir uns. Er will uns. Stopp, ich weg. Stopp. Stopp. Aua. Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp. Jutta, bei mir raucht's. Ja, richtig. und, warte mal, wo war das noch? Der hier, der Gelbe. Unser Crime nicht. Hier, der Gelbe. Und der Grüne hier. Was? Ich bin ein Kettenraucher. Ja, Paff die Dinger weg. Nee, okay, wohin stellen? Am besten da, wo nicht getroffen wird. Das kann hier, glaube ich, überall passen. Okay, ich suche einen Platz. Ja, dann fahrt beide mal raus. Wir können die nächste Runde mehr mitmachen. Keine Ahnung, glaube ich. Ja. Ansonsten. Ja, ich bin nicht von der Runde Loser. Wir müssen reparieren. Wo bist du denn? Mein Verlierer-Typ. Barclay. Wo ist denn Barclay? Scheiß auf ihn, Bischof. Alle auf Orange. Okay, alle auf Orange. Orange ja, und sicher schwarz. So. Hier, Barclay. Will ich mit dem was macht der denn da rechts? Mein Auto ist irgendwie ganz schön schwer, Junge. Wie ein Stein. Wir müssen nach vorne wecken. Geht das, dürfen wir das? So, ja, stimmt. Ja. Alle auf Dankeschön. Orange. Alles klar, sind die restlichen sechs verbliebenen ready? Alle auf Orange. Noch zwei. Alle Hans-Peter eure Mitte beleidigt. Alles klar. Alle auf Hans-Peter. Okay, alle auf Hans-Peter. Den Gap wieder beleidigt. Ay, ay, ay.
das war nix. Bim! Bam! Uff! Alter! Das war richtig an der Fikopra-Hilf. Ja, die hören das halt nicht. Stopp! Du musst schreien! Stopp! Hallo, stopp! Stopp! Stopp, 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 stopp! Das macht Spaß, willst du fahren, Twinkie? Nee, mach du mal warum lieber. Warum denn Elektroautos? Du kennst ja meine Kurvenprobleme. Und hier fährt man ja quasi... Ja, da werde ich mich überschlagen, mich raus, oder muss ich auf dem Dach liegen? Wenn, auch wenn du dich überschlägst und wenn du dich mindestens 180 Grad drehst, dann also nee, übers Dach... Wir haben eine dreifache Rolle in der Luft gemacht. Ja, das ist schlecht. Ich glaube, du bist raus. Okay, weiter. Attacke! Bam! Unser Auto fährt noch. Das qualmt aber schon, oder? Unser qualmt! Ja. Und Pink, ne? Bang! Alter! Ui! Den gehen wir holen! Bam! Oh nein! Okay, ich glaube, wir sind am Arsch! Wir qualmen da alles, Hilfe! Das ist eine Todesfalle! Schön, danke, Jungs! Richtig gut! Ja, wie sollen wir denn rauskommen hier? Alles geschleimt, Hilfe! Geh raus hier! Hier geradeaus, schaffen wir es raus! Schubst mich an! Ich schubst keiner irgendwie. Es klemmt! Mega gut, schön. Ja, Twink, ich glaube, das war's. Ja, das sieht wohl so aus. Oh. Oh mein Gott! Oh ja, 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 komm, schaffen wir! Ja, ja, ja! Nein, niemals! Los, helf uns! Oh! Über die drüber! Mann! Was passiert hier? Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Leben so spielen sollte. Oh mein Gott. Jetzt leg ich euch. Ich mach das Crash-Tab, ihr dreht weiter! It's on! Jetzt komm ich. Ja, 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 komm, ich hoffe, das... Sonst würde ich nicht aufreißen. Los, nein, hauen weg, die Drecksau! Frank, gib Gas! Ja, oh mein ja, Gott. Ja, nee. Ja, bitte nicht überschlagen! Komm, komm! Ja, 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 ja! Das kann doch nicht wahr sein, Alter! Als ob wir das geschafft haben. Alles klar. Au, oh, hey, was los, ist das? Los, helf mir! Was ist das? Ja, scheiße. Ich krieg erst mal meine Hilfe. Ja. Au! Oh mein Gott! Oh, jetzt hab ich Bock auf Suppe. Ach, wir schaffen das! Raus. Willst du aussteigen? Der Wichser war der Stefan, jetzt Peter, oder? Ja, aber ich komm nicht raus. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, wir haben beide ein Problem, hier auszusteigen. Ja. Was ist? Warte. Ich... Schneid dich ab. Hey, schneid dich ab, Twinkie. Die Krank ist am Arsch. Look, look, look. Oh, Entschuldigung. Oh, oh pass auf. Ja, Pink, du bist ja noch drin. Deine Scheibe ist kaputt. Ja. Okay, dann stell dich mal wieder zu deiner Gitarre. Hey, Twinkie. Was denn? Oh mein Gott. Ja, Twinkie, machen du? Wir. Ja, das war jetzt alles so spontan. Oh später wollte ich auch mit heute ein Rennen machen. Dann setz ich ja das. Oh, hallo. Ja, beim nächsten Mal. Schrei, Eugen. Komm, ich helfe dir, Twinkie. Okay, du hältst mich fest, ja. Ja. Mann! Du schaffst das schon. Ja. Was? Geht's euch gut? Ja, nun ja. Schock.
Okay. Aber Twinkie. Oh. Ich glaube so ein bisschen hier. Du kannst hier auf den Teil gehen und er springt. Oh mein. Komm auf meinen Rücken. Hey, du schubst vor. Ja. Komm jetzt. Zum Arzt. Das geht nicht. Das ist eine beschissene Nummer hier. Du musst einfach hier. Jo. Zack. Und komm, gib mir deine Hand. Ja. Jetzt stell dich mal nicht so ein, Twinkie. Doc? Ja? Hast du mal eine Sekunde für mich? Oh, siehst du? Ja, na klar, komm her. Jo. Hat eine gut? Geburt, du. Weißt du, mein Helm aussieht? Der versucht immer noch. Der gibt auch nicht auf, ne? Nee. Weißt du, das macht einen Verlierer immer zu einem noch größeren Verlierer. Ja. Egal, wir waren da gut dabei. Ja, ich glaube aber, ich brauche einen Arzt. Ich habe ein paar Kratzer auf. Ja, ich habe mir das schon fast gedacht, ja. Ja. So. Und dann gebe ich dir auch noch zwei Schmerzmittel mit. Danke, sehr nett. So. Dankeschön. Okay. Obwohl, ja, ich gebe dir mal lieber drei mit. Ja, am besten vier. Das ist lieb. So. Und bei dir? Also ich hab nix. Ehrlich? Ich glaube nicht. Also mir tut nix weh. Okay. Dann, hier oben ist ein kleiner Kopfplatzwunde. Oh, durch den Helm? Durch den Helm? Achso, ja, ich, ja, mir kommt das so vor, als ob du gar keinen aufhättest, sagen wir so. Okay. Einen könnte ich noch rauskriegen, ja. So, wenn die jetzt hier wieder Pause machen, gehen wir auf den mittleren Berg, ja? Ja, aber wir müssen dann da hochlaufen, ne? Ja, genau. Wir sollten besser weg hier gehen, falls einer gerammt wird. Oh, pass auf! Oh, Twinkie! Oh mein Gott, Twinkie! Upsi! Oh mein Gott! Twinkie! Geht's dir gut? Oh mein Gott! Ito. Ist gut. Platz da unten, ich komm runter. Twinkie, geht's dir gut? Ja, geht schon. Bist du runtergefallen? Ja, das war ein Schock für uns alle, aber das ist gut. Egal, wir sind gewinnende Herzen. Ja, auf jeden Fall. Okay, kurz stopp. Wir warten ein bisschen, eine kleine Pause machen. Und dann gehen wir zu dem mittleren Berg, auf den aber Berg wir können auf, nicht ja? hinrennen. Ich glaube, ich bleib besser hier. Der versucht halt immer noch, ne? Ja, das ist echt erbärmlich. Oh mein Gott! Ich bin ja dabei! Eigentlich ist das lebensmüde. Eigentlich schon, ja. Oh, der ist raus. Den Hügel da ist. Ich glaube, es ist Ende. Ja. Ist Ende? Ja, Rennen ist Ende. Könnt kommen. Boah.
Dann dürfen sich alle Autos jetzt nicht. Also die erste Runde auf jeden Fall. Gibt noch eine zweite. Ja, aber wie willst du die Autos da rausbekommen? Ja, die kriegst du heute nicht mehr da raus. Aus der Müllpresse. Das heute nicht mehr da raus. Da muss der Ali mit dem Spezialkran kommen. Ja. Wie? Den kenne ich schon. Willi? Komm mal mit. Ja, was ist denn? Wir können einen noch rausbringen. Wenn wir den Mann, der will echt nicht aufgeben. Nö, morgen gibt's auch Big Peanut. Hau rein bis in 3 Monaten. Tschüss! Hab ich eigentlich abgeschlossen? Oh, schön, schön. Was hast du abgeschlossen? Na, unser Auto. Ja, ich weiß nicht mal mehr, wo das steht. Ein paar. Was? Na. Ja, das ist schon ziemlich weit weg, ne? Ja. Richtig schlechter Sport. Und hoch. Richtig schlechter Sport. Oh, ein Stein. Und irgendwie sieht das auch rutschig aus. Hast du schon wieder Hunger oder warum hechelst du? Ja, ich hab immer Hunger. Was soll ich sagen? Oh mein Gott! Ich dachte, ich sterbe. Ich war zu faul, mich zu bewegen. Ja, ich dachte auch, komm, wenn's passiert, dann passiert. Dann wäre das einfach Schicksal. Wir waren zu faul, uns zu bewegen. Wir waren zu faul? Ja. Ich stehe hier. Wir hätten das Schicksal einfach akzeptiert. So. Das Ding ist, irgendwer hat nachgegeben, das Auto oder wir. Taxichef, kannst du uns einen Gefallen tun? Kannst du uns auf den Berg hochfahren, bitte? Soll ich auf den Berg hochfahren? Ja, bitte, ist zu weit. Einzeln. Warte, Twinkie fehlt noch. Ja, ich war nur einer Platz. Ach so. Oh, schaffen wir das? Ui. Nee, komm. Oh, das ist nett. So, hier bitte einmal aussteigen. Dankeschön. Schaffst du das? Ja, ja. Hey Jutta, hier drüben auch. Hund, du machst sehr laute Geräusche. Bist du ein Weizenschwein? Hä, hey, warte, was war das denn jetzt? Was war das denn? Das war doch nun. Wo ist euer Auto? Oh, nicht hinsetzen, nachher kommt nur eine Lawine. Ja, das Auto liegt bei meinem Auto. Oh, Gott, das ist komm, das ist menschlich. Das war der das Hund. Coffee, oder? Das war der Hund. Das war nicht der Hund. Klar war das der Hund. Coffee, warst du das? Das der gibt dir jetzt so bestimmt eine Antwort. Coffee, warst du das? Coffee. Ich glaube, der war das nicht. Coffee, mach mal gegen. Coffee, wird's lauter. Ich glaube, es riecht hier nach Burger. Coffee kann gehen. Coffee, ich fahr jetzt doch mit. Wenn ich sterb, dann such dir einen neuen Fahrer und. Ist das Treibsand oder warum verschwindest du fast? Was soll ich sagen? Irgendwas ist immer nachgiebig und ich sag's dir, mein Körper ist es nicht. Hallo? Er ist einfach größer als du im Sitzen. Das war der Hund. Das riecht aber lecker hier. Oh, Junge. Hat jemand seinen Dings aufgemacht? Der hat aber Mundgulli, ey. Hierin geht's dir gut? Boah. Das ist ekelhaft. Ich finde das irgendwie attraktiv. Ja, Kovi. Irgendjemand vertreibt. Ach, wie heißt das nochmal? Betreibt hier komische Luft? Das war der Hund. Gut? Ey, mach Hans-Peters Kacke kaputt, schnell. Und geh mein Speckschnäuzchen. Ja, ich hab aber ein Loch im Schuh. Mein Zeh guckt raus. Anstatt Schwein und drin gibt's jetzt nur noch Hühnchen. Bock, bock, bock. Da geh ich kurz helfen. Ich kenn mich aus mit Autos. Das frisst er nicht. Ich esse auch nur Hühnchen. Das ist Fixe. Warte, ist auf die Fresse? Ich kenne mich aus hier mit den Dingern. Hilfe! Mach doch nichts kaputt. Wie? Was ist denn das hier für ein Teil? Das gehört nicht, dass die Finger irgendwo stecken weg bleiben. Damit. Was steht da drauf? Warum legst du an deiner Hand? Was, warum? Probier das weil doch da noch nicht. Nutella dran war. Kennst du dich damit aus? Nö.
Du machst du ganz gut. Ja, ich zieh einfach den Schlauch hier raus. Braucht jetzt jemand noch Hilfe kurz? Braucht einer ein Radio noch? Nee, nimm mit. Oh, das war heiß. Ja. Ist kaputt. Kann da wegschmeißen. Nein, Morphin habe ich nicht. Nein, lass mich schon. Das war ein Rosa bei dir. Guck mal. Wo immer Klaus mit dich. Ich hasse dich. Jetzt räche ich mich dafür. Was? Alles klar. Oh Gott. Oh, ein Auto kaputt. Okay, wir ziehen ihn gleich einfach den Kopf. Du bist verrückt, du kannst doch nicht auf die Motorhaube springen. Na klar, ich wollte dich töten. Ja, ich merke das schon. Finger sind ab. Du hast eh nicht mehr lange, so wie du aussiehst. Ja, und du auch nicht mit deinem... Was? Mit meinem was? Ja, mit deinem Übergewicht. Ich habe kein Übergewicht, ich habe schwere Knochen. Dein Herz besteht auch zu 90% aus Fett. Ach ja? Mhm. Fass auf den Alki, Olle, du. Nicht unbedingt anders. Pass dir auf. Gib dir gleich eine. Weißt du, was das Schöne ist, wenn ich dir jetzt eine gebe, hast du morgen früh noch was davon, dann schwabbelt immer. Wenn ich dir eine gebe, verpasst du sechsmal deinen Geburtstag und brauchst vier Paar Schuhe zum Halten. Was? Du klarer Gerüst, pass dir auf, du. Mama, Jutta, mein Auto. Was ist denn? Ihr macht das, Jutta. Was, ich hab, welches denn? Boah, jetzt muss ich wieder dahin laufen. Jutta. Nee, das ist meins. Ja, mach mal auf, die Mutter. Bereit? Wer ist denn überhaupt noch? Ich bin ein Verräter. Du, Speckschnäuzchen. Ja, Hasipupsi. So, Mann, wie kommen wir denn jetzt hier wieder weg? Wie wir hier wegkommen? Ja. Hier war doch gerade so eine Libelle rum im Himmel. Ja. Sonst, keine Ahnung. Ansonsten per Anhalter. Wir fahren öfter mal Viehtransporter vorbei. Na krass. Dann meldet euch morgen mal bitte. Oder nee, noch komm, tschüss sagen. Die nächste Wissen, ne? Alles klar. Irgendwie Bock mich mit Honig einzuschmieren. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ich würde dich auch gern wieder mal in so einer Barbecue-Sauce sehen. Ich habe mal eine Frage fürs Protokoll. Ist morgen Feiertag? Na klar. Morgen ist der heilige Petrus, Junge. Okay. Hallo, Schimmer. Wir haben alle Geschäfte zu. Ja. Yo, komm mal schnell zum Teufelsberg. Ja. Teufelsberg, da wo die Kickers trainieren. Ja, alle, die in der Reparatur noch, oder... Falls hier jemand noch eine Hilfe? Oh, guck mal, der da unten. Braucht jemand noch ein bisschen... Der rollt mit... Schleier! Was ist denn Bishop los? Keine Ahnung. Okay, alles klar, komm her. Der liegt auf dem Skateboard. Damit der unter die Autos runterkommt, zum Reparieren. Ja. Ich hab dir voll der Kicker, so wie eine Broschüre stand. Ja. Achso, er hat das. Sind wir echt richtig. Bitteschön. Stimmt, wie kommen wir nach Hause? Ach, der Pinsel, wir rufen den Pinsel. Ah ne, der fährt hier mit, ne? Ich wollte gerade sagen. Verdammte Scheiße. Die ist auch voll gechillt. Entschuldigung. So, hier sind alle soweit wieder bereit. Ne? Dann verteilt euch mal ein bisschen auf die Strecke und dann geht gleich wieder weiter. Oh, Twinkie, der war gut. Danke. Oh, ich glaube, wir sollten... Nö, bleiben hier sitzen. Ja. Ich wollte ein Stück hochkommen. Ja, die Bescheuert. Boy, ey, mir juckt auch gerade ein bisschen die Kimme, muss ich sagen. Hallo? Ganz neu, seid ihr die Kimme juckt. So. Pass auf dich auf. Setz dich hin, Kaffee. Bin bereit und los. Das ist schon arg bescheuert, wenn man sowas macht. Oh. Ja. Ui. Ui. Warte mal, warum fahren wir nicht mit? Weil unser Auto man kann hier vielleicht noch weiter feststecken. Ich dachte, man darf nur um den Berg fahren. Ja, eigentlich auch so richtig. Boah. Ja. Du machst dir die Regeln, Herr Jutta. Ui. Lass den Herrn um jetzt mal in Ruhe. Kopf hier. Ui. Ich will nicht mehr. Crowley. Oh. Ich ruhe mich ein bisschen aus. Wahnsinnig bequem da unten. Oh mein Gott! Oh mein
Was Gott, war das? Mein ganzes Leben ist an mir vorbeigezogen. Zum Glück habe ich mich hingelegt. Zum Glück habe ich mich hingelegt. What the fuck? Oh mein Gott. Ich werde tot sein. Zum Glück habe ich mich ausgeruht. Was zur Hölle? Boah, hab ich ein Glück. Geht's gut? Ja, mir geht's gut, mir ist nichts passiert. Welcher Dinkel war das jetzt denn hier? Boah, Speckmütchen, das hätte aber auch voll ein Junge. Nennt mich alle Neo, ich komm aus der Matrix. Über den Fett. Wer ist über den Dicken gerollt? Ich roll gleich über dich, Jutta. Ja, boah, hab ich ein Schwein. Der hat sich gerade ausgeruht, ey. Ja, damit meine ich nicht dich trinken. Ich bin verdammt scheiße, ja, aber der fühlt sich gut aus. Du? Du hast Zocker hier sein sogar. Ey, ihr müsst klippen. Das waren zwei Lügen in einem Satz, Ronny. Elli, welches Auto bist du? Ich mach dich nass. Nein, das hat er knapp. Du hast dich überschlagen. Ich bin in den anderen Pinken. Ich hab keine Ahnung. Der mit dem okay. Roten Auto ist weggefahren. Weggefahren. Der Nils hatte keinen Bock mehr. Nee. Ja. Aber richtig, ey. Ja, Hans-Peter, eigentlich in der nächsten Runde dann, ne? Ja, mir passt. Ja, nächste Runde. Ich hab Glück. Ja, Runde. Ich hab Glück. Du hast doch mal selber gesagt. Du hast doch selber gesagt zu dem anderen. Ich glaube, die muss pennen wieder. Ja. Das ist halt Glücksspiel. Alle kennt sich Bischof wieder aus. Glaube ich. Ja, letzte Runde raus weg alle. Die Runde ja, denk mal, aber nächste Runde ist ja wieder drin. Dann kann er noch reparieren. Hallo, wo ist die Oma? Wo ist Alpino? Dankeschön. Top Marin, vielen Dank. Nee, das ist gut. Boah, das ist doch knapp. Mann! Das hat doch. Oh Mann, du hast alles verpasst. Okay. Der Stress. So, okay, geht weiter. Ja, sollte sich, glaube ich, ja hinlegen. Ja. Der ist mein Freund. Komm! 1, 2, 3. Oha! 1, 2, 3. Ja, das ist auch nicht. Das hat man auch noch nicht. Der steckt fest. Ja. Der ist ja in dem Sinne nicht direkt raus. Ne? Er muss einfach nur da oben bleiben, oder? Er muss jetzt nur runterfallen, ohne sich zu überschlagen. Oh. Nein. Hab nicht gesehen. Vielleicht, mal gucken. Der kommt dann nie wieder raus. Oh, oh stopp. Da, oder war ich schon? Grün. Und zwei ja, grün. Ja, ja. Und pink hier vorne. Echt? Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich überall hingucken soll. Bist du ein bisschen raus. Und was sagst du? Das ist nice. Mhm. Ja, Prepper, das war geil. Damit hätte ich nicht gerechnet beim Rage-Sing. Aber hat funktioniert. Nein, von hin und her gucken. Boah, ich kann nicht mehr voll anstrengen. Nein, seid ihr ein Liebespaar? Da fliegt hier wieder ein Auto über. Was sind wir? Seid ihr ein Liebespaar? Queen, ja, Queen 1. Ja. Mein Teil. So, jetzt sind noch drei Leute echt? Drin, die beiden Pinken und der Gelb. Wollen wir zusammen was essen gehen? Wenn ihr bezahlt. Ein Pinker ist auch aus, hat überschlagen. Ey, dann können wir das nicht, ob das eine gute Idee ist. Ihr Grün steht auch schon da vorne. Ein Pinker hat sich überschlagen. Ja, Pinker hat sich aber das auch so. Hat uns zum Essen eingeladen. Ja, ach ja, stimmt, Pink 2, der Weiße. Cool. Ich hatte Eli dann immer nur gesagt, you are not prepared. Pink, lass mal Triple Date machen. Oh mein, der Barbecue Lounge. Was ja, bezahlst du? Jetzt werde ich aber nervös. Ich Burger zu essen, yummy. Ich glaube, ich würde sterben. Am besten wäre ja so ein All-You-Can-Eat-Buffet. Ich mag Burger. Können wir Burger essen gehen? Toll. Kann man bestimmt mal machen. Heute? Wenn du dann nee, so heute nicht mehr. Warum nicht? Also schon nach 22 Uhr. Darf ich mehr essen? Hier, Pinke. Ach, wundervoll. Ich gehe jetzt wieder kuscheln auf den Berg. Also, Peter, hast du Spaß dafür, dass du nie mitfährst? Du bist doch da vorne geflippt. Kannst gehen, du kannst aber fahren. Twinkie, ich bin ja, fast gestorben. Angestrengt hat. Ja. Das war ganz schön im Finale. Krass. Ja, ich wollen weiß gar nicht, sterben. Ich glaube, ich hatte um alles an. Ja, mein Gott, ist ja nicht. Ja, ich hatte auch voll die Angst.
haben ja, mich ganz Finale von Runde 2 aufgeschlossen. Nee, stopp. Das ist ja nicht auf der Straße. Wir haben ja immer einen Sechser. Ich mach's nicht ganz richtig. Herr Wieser, stehen die da noch gerade auf ja, der Strecke? Ja, Sechs anfahren. Oh. Sind drei ich kann gerne mal die Rennstrecke räumen. Ich hab irgendwie Bock, Erze abzubauen. Mit meinem Diamantspitzachs. Sehr spaßig. Ja, komm, das könnte ich jetzt wohl auch. Lalalala. Wer fährt denn jetzt noch? Nur noch die beiden. Nika und Ronny sind da, glaube ich. Nach einer Sauftour findet deine Frau ein Geldstück auf dem Fußweg und hebt es auf. Obwohl der Mond nicht am Himmel zu sehen und noch keine Straßenbeleuchtung eingeschaltet war, hat sie das Geldstück schon von weitem gesehen. Wie ist das möglich? Drei. Danach noch ein Durchgang. Also ein Durchgang danach. Das ist ein Rätsel. Ich wäre nicht gefahren. Ja, das ist ja nicht das letzte Mal, aber das nächste Mal... Also gibt es da eine richtige sinnvolle Antwort zu? Ich wollte gerade sagen, hey, kommt da mein Auto, das ist der Willi. Oh. Oh, was ruft denn Shepard jetzt an? Scheiße, ich kann jetzt nicht. Nein, ich höre Auto, Shepard, ich ignoriere. Sag dir nicht, dass wir hier sind. Ja. Sag dir nicht, dass wir hier sind. Bitte. Oh, hey, hallo Shepard. Los. Ja, ich bin am Steinbruch. Oh, oh Mann. Oh, zu viele Stimmen. Hä? Bonnie ist auch da, ja. Ja, was ist, wenn der Mond nicht scheint, aber sie das Geld sieht? Und ja. Es schleit, ist aber nicht mehr so lange. Also haben wir jetzt ein Dreier-Date eigentlich? Können wir machen, oder? Jenny, ja, weil es Tag ist, deshalb sieht die da. Ja, ich stress. Kann ich nicht schnell Burger, all you can eat. Ist nicht dunkel. Ist gerade mittendrin. Ja, ich rufe dich gleich zurück, ja? Essen, schlafen, okay, schlafen. Okay, bis gleich. Puff, schön. Bis gleich. Was? Ja, Puff? Ja, sag ich jetzt Tag. Ne? Puff, nach dem Essen oder was? Nee. Hä? Ja, das ist wie die Raupe nimmer sagt. Fressen, schlafen, nach Hui, schön. Ich hab jemand gerufen. Was? Die Raupe? Die Raupe nimmer sagt. Oh. Wenn's mal wieder links dauert, ich weiß, ich verdiene das immer. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, was unser Haus kostet, ne? Geht's euch gut? Ja, ich auch. Ja, geht's dir gut? Mit ja. Wie viel Dollar? Du meinst klar. Barkeeper. Wenn du das echt schon verträgst. Nee. Gut. Nee. Gib deine Arme. Was ist mit deiner Frau? Kaffee. Alles okay? Lodi Twinkie? Chill. Ja. Kaffee. Oh, ja. Dankeschön, Dodo. Okay. Ja, nee, aber deine Kaffee. Haben wir erstmal genug. Alles klar. Ciao. Hallo. Boah, wer spielt denn hier an seinem Team-Piercing? Sorry. Das ist Jutta. Boah, Herr Jutta, hören Sie auf damit. Schnauze, Fetter. Du bist selber fett. Ich gar nicht. Du, ich bin fett im Geschäft. Ich bin fett im Geschäft. Arschloch. Okay, du kannst es besser. Hast gewonnen. Und du bist Probe gefahren im Taxi, oder was? Yep. Ja, und jetzt willst du bei uns anfangen. Ich weiß, Twinkie will auch anfangen. Ich weiß, da bin ich jetzt der Chef und... Ja, Probleme. Ja, braucht ihr zusammen, braucht ihr zu Freitag noch jemanden, der hier kann Bescheid sagen? Das kann man ja besprechen. Ja, du bist geplant. Okay, ihr super. Seid richtig Schisser. Hab ich schon erwähnt, dass ich Christus gekündigt habe? Hallo, hier hinter dir. Tschüss. Jutta? Ja? Ist der Knicker noch da? Ja, im Gelben. Okay. Knicker heißt der? Ja. Der ist der Chef? Das ist der Geschäftsführer und ich bin der zweite Geschäftsführer, der andere. Und ja, wir können dich einstellen. Twinkie, willst du auch Taxi fahren? Aber wie gesagt, das... Ja, klar, warum nicht? Ja, wir machen das dann mal, wenn wir... Oh. Der hat sich überschlagen. Ja, Ronny hat gewonnen. Echt lustig. La 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 la. Stirb! Okay, so, aufstehen zur nächsten Runde. Okay. Dankeschön, Asi, für den Zappanzerker. Aufstellen, du, nicht aufstehen, du Spasti. Ja. War ja, Ronny. Hinstellen. Ja. Hast du gesehen, wie krass ich schon dran bin? Ja, mein Junge, du bist super. Twinkie, ich geh da vorne hin. Ja, zum Beispiel. Was sind jetzt so bestimmt hier? Birkenwitz. Immer was zu essen rüber, Hexe.
Sag mal lieber bitte, du Arschloch. Hey, Jutta, bitte, du Arschloch. Hast du den anderen roten Schlüssel schon? Warum? Was willst du mit den Schlüsseln? Ja, ist der Motor noch an. Der Pumuckl. Ja, ist egal. Denkst du, wieso? Das Pumuckl. Hey, du bist aus dem Cube. Sonst schleppt Ali das nicht ab. Warte, ich guck mal, ob der was dabei hat. Pumuckl, ist das zu essen bei? Sag mal, deine Taschen. Ja. Also, so. Ich hab nein, alles versucht. Zeig deine Taschen her. Ja, das ist. Nein. Na, aua. Mach ich nein. Jetzt da. Gib her den Sneaker. Ich würde jetzt. Gib her meiner. Yeah. Oh, welcher ist das? Der weiße oder der schwarze? Der schwarze, den leider hab ich auch gar nicht gegeben. Das sind mir zu viele Stimmen. Ja, mir auch. Das tut weh im Kopf. Außerdem würde ich eh mit dir reden. Oh, wie so. Oh. Dreh mal deine Hüfte. Mein Hüfte. Warte. Oh, mein Gott. Wie hast du denn das geschafft? Okay, wir kriegen das noch hin heute. So. Setz dich. Nehmen Sie Platz, die Dame. Okay. Was gibt's zu besprechen? Ich weiß gar nicht, ob wir hier arbeiten dürfen, wenn wir einen Urlaub machen, ne? Ich weiß auch nicht, dass da irgendwie Ärger mit irgendwas gibt, ne? Aber sollen wir erstmal zusammen, wenn wir arbeiten, zusammen im Taxi fahren und Gäste aufnehmen oder einzeln? Ja, lass uns das mal. Ich hab mir mal sagen lassen, zusammen lernt man am besten. Oder Hai lernt man am besten. Beides. Ja, dann holt man den Highscore. Ja. Ich. Ja, dann machen wir das zusammen, oder wie, oder was? Ja, können wir ja gleich nur anfangen. Den Chef haben. Oh Gott, das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Oh, das hältst du ja zurück, ne, wenn da so viele Leute sind. Aber irgendwann, oh Gott, ja. Hast du wieder Klappusterbärchen? Oh, es juckt einfach, es hat gejuckt wie Scheiße, ne? Wir wollten heute eigentlich wieder Sehenswürdigkeiten sehen, dabei haben wir wieder voll viel erlebt, weil jeder uns einfach mitnimmt immer. Ja, das stimmt. Als wären wir so Maskottchen. Ja. Und dabei wären wir auch noch die ganze Zeit beleidigt. Ja, aber die Fütten, die geben uns doch Essen. Ja. Oh, das hat Spaß gemacht. Hat manchmal ein bisschen wehgetan, aber hat Spaß gemacht. Ja, das war schon ganz lustig. Sollten die bei uns auch mal öfter machen. Warte, wir sollten öfter mit dem Auto gegen andere Autos fahren? Nein, ich meine bei uns zu Hause. Aber unsere Traktoren sind nicht so schnell. Ja, aber trotzdem, die haben Kraft. Ich hab Kraft. Ich hab die Knochen eines Mammuts. Das Herz eines Löwen. Das gute Aussehen eines Chihuahuas. Ja. Die Augen eines Falkens. Und die Haut eines Fisches. Tschüss, Fröschlinge. Ich wünschte, du wärst menschlich, dann wäre das alles hier nie so krank. Wenn man genau drüber nachdenkt. Du bist krank. Nein, also schon. Wenn man es so nimmt, dann wäre ich echt eklig. Könnt ihr euch auch mal. Geht's nicht mehr hier weiter, oder? Ich glaube, es ist vorbei. Echt? Ist ja jetzt nicht mehr so viel. Ja, ich bin Pinselmann. Ja, frag dich mal, wie. Ja, komm, dann stell euch auf, dann geht gleich los. Ne, geht gleich los, hast du gehört? Warte, ich brauch noch nicht losgeben. Ach so, ja, okay. Ach, sind ja drei Runden. Hi. Hey, ich brauch mehr Gewicht im Auto, steigt mal mein ein. Ja, komm. Ja, komm, Twinkie. Da kann nur einer. Aber da kann nur einer einsteigen. Und es gibt's nur im Doppelpark. Ah, okay. Ja, wir sind unzertrennlich. Unzertrennlich. Sag mal, apropos. Na, nee, doch nicht. Maisia, kannst du. Nur Problemo. Was ist denn du da? Ja.
an. Ich rufe den Pinsel trotzdem an. Okay. Doch, aber warte, der fährt. Egal, du sitzt jetzt nie mit mir. Hallo, Erdnuss. Sitzt du im Auto? Ja, ich bin in dem... Macht Spaß? Ja, bleib dran, ich habe ein Headset. Okay. Aber was war das denn? Der Grüne hat mich gerammt. Hast du wehgetan? Ja, wir müssen jetzt die Gelben raus. Guck mal, ob ich hier vorbeifahre. Ach, da mit dem Pumuckl. Nee, Grüße, was die da... Grüße. Wohin des Weges? Los, machst du Fetchpinsel. Ja, ich geh mal besser. Wir müssen die Gelben zuerst. Ja, immer auf die Gelben. Immer auf die Kuba. Gelb, bau ab, orange. Manometer. Ist das die letzte Runde? Ja, ich glaube. Oh, das war knapp. Guck mal, wie cool ich hier parke. Weg, aus dem Weg, ich bin Arzt. Darf man als Taxifahrer Auto fahren? Wow. Mein Gott. Da hinten ist einer richtig hoch. Gelb ist raus. Ja, gelb ist raus, hab ich gesehen. Hast du gesehen, Kuli? Stimmt, ich seh dich. Ich hab's nicht gesehen. Boah, ich seh dich auch. Doch. Siehst du mir nicht winken? Ja, sag mal deinen Schwanz. Jetzt bist du weg. Ich hab ganz andere Frisur. Halt, stopp. Stopp jetzt. So, da hinten kommt die Polizei. Du bist mein Freund. Da kommt die Polizei, hat Twinkie gesagt. Egal. Und du bist unser Freund. Jetzt ist dieser Frankie rein. Hallo. Die spielen mit, wenn sie kommen. Ihr seid meine Freunde. Wir sind Freunde. Ihr seid meine Freunde. Ist schwarz-weiß. Oh, pass auf. Da kommt was. Geht los, oder? Los, Pinsel, ramm den. Ramm den Pinsel, ramm ihn. Wenn du echter Freund bist. Spielt der mit? Der hat den Polizeimann und den Sheriff gesagt. Der spielt mit. Ja, der spielt mit. Der spielt das nicht mehr. Auch los, Pinsel, ramm ihn. Komm schon, Pinsel, trau dich. Zeig es zu und schön. Da will ich aber auch aussteigen. Muss ich mal kurz durchstellen, so ich war es nicht gewesen. Du hast den Polizeimann gerammt. Hast du die gerammt? Man darf den Sheriff nicht decken. Du hast den Sheriff gerammt. Hallo, Zelda. Ey, die sind auch mitten in den Crash-Derby reingekommen. Was willst du erwarten? Jetzt komm ich. Ui. Absolut bescheuert. Ey, lass mal checken, ob der abgeschlossen hat. Okay. Doch, der hat abgeschlossen. Hab Bip gehört. Boah. Warte mal, du hast dein Bein hochbekommen? Was euch an? Ja? Da ist ein neues Auto, das müsst ihr wegrammen. Schwarz-weiß. Nee, mit Lampen. Das ist der Sheriff. Ja, haut rein, kommt. Nee, das ist der Sheriff. Das war eine ziemlich blöde Aktion für den Nein, wir bekommen Ärger. Ja. Das kann aber ich nicht dann machen. Gehört das Preisgeld uns so viel. Ja. Ja, das war es absolut wert. Mach es nochmal. Das war sowas von wert. Das sah so gut aus. Hast du gesehen, wie die geflogen sind? Ja, vor allem, die schreien orange stehen bleiben. Schnall dich an. Boah, ich wollte den rammen. Und dann habe ich gesehen, dass er sitzt. Oh nein, nein! So. Warum sitzt ihr jetzt hier im Auto? Der ist einfach weggerannt, wir sind eingestiegen dann. Welches Gelbe war denn das? Er hier gelb-weiß oder was? Das war der hier, aber das sind nicht die Fahrer gewesen. Der ist weggerannt einfach, der Typ. Und dann haben wir das Fahrzeug genommen. Der hatte so einen blauen Kapuzenpullover an. Der ist da hinten links hingerannt. Wo der Medizinwagen steht. Ich glaub,
der ist mit seinem Jubel weggefahren. Die Kopf sind so dehnt. Warum sind die überhaupt her? Und zack, bist du aus dem Schneider. Keine getönten Schuhe. Link, du weißt ja, ne? Holmes und Partner sind hier zur Stelle. Ach, ich suche halt den Sheriff. Ja, du hast den Sheriff aber angelogen. Scheiße, aber ich sag nicht weiter. Dafür kommst du ins Gefängnis. So, wie gesagt, ihr könnt weiter. Unfassbar. Ihr könnt ja weitermachen. Können wir weitermachen mit dem Pferd? Ihr könnt aber hier aufstehen, weil das Auto ist raus. Nein, du mit der Mütze. Welches Auto ist raus? Lass uns mal hier hinstellen, was hast du? Das hier. Okay. Dann parke ich das davon. Ja, genau, kannst parken, aber bitte vorsichtig. Okay. Na, sind doch nur noch zwei Leute. Sollen wir noch mit? Wir sollen vorsichtig parken. Gut geparkt. Wo sollen wir parken? Na, da bei den anderen Autos. Nicht hier? Hier, da, oder? Wo? Na, da, wo die anderen auch parken. Ach, hier? Ja. Nein, bist du bescheuert? Dann tun wir uns weh. Oh, ich bin nicht angeschnallt. Wir parken... Weiß nicht. Aber da Platz unten dann hältst du doch. Hier. Ja, oder da unten. Hier sind wir geschützt. Oder hier. Okay, weiter. Oh, ich hab den Sheriff angelogen, ich hab schlechtes Gewissen. Dafür kommst du sowas von ins Gefängnis, wenn es rauskommt. Ui. Los, Pinsel! Wir leben nur Abenteuer. Hyper, nervt euch das gelbe Auto da? Oh, oh. Pass auf! Oh, zum Glück ist hier eine Wand. Nervt euch das gelbe Auto da? Ja, es nervt. Okay. Boah! Oh mein Gott! Das hat fast den Sheriff erwischt. Hi. Hi. So, jetzt fehlt dich. Dann haben wir die gelben erstmal raus. Oh. Meinst du, Pinsel gewinnt? Ja, bei denen sieht's gut aus, ne? Aber ja, bei Orange auch. Ich glaub nicht. Oh. Boah, ist ein richtiger Kegelverein hier. Kann ich nachher Erdnussbutter aus deinem Bauchnabel? Oh, aber natürlich. Da freu ich mich. Sag mal, aber das ist ja schon mal eine Touristensache, ne? Also hier kann ja jeder mitmachen. Also wenigstens eine Sache hat die Gegend hier. Oh, das knallt jetzt. Oh mein Gott. Uiuiui. Oh, ein Flitzer. War aber nicht nackt. Doch, du bist nackt. Ich hab das hier in der Sparabo. Ich hab den Nacktscanner. Wer gern nackt. Das macht übrigens $1,000, dass ich den Sheriff angelogen hab. Ich muss mal gucken, was ich dabei hab. Ich hab mal ein Zähnchen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab mich gebückt und ich bin nicht getroffen worden. Ich bin der absolute Glückspilz heute, Alter. Twinkie! Geht's dir gut? Ich bin so ein Glückspilz heute. Alles gut, geht's dir gut? Okay? Einmal kurz alle zur Seite, bitte. Einmal. Ja. Danke. Oh mein Gott, Twinkie, geht's dir gut? Ist hier alles in Ordnung? Ist hier alles in Ordnung? Ich hab eine Reaktion heute, ne? Wie ein junger Gott. Alles gut? Ich glaube, das Auto hat mehr Schaden als Twinkie. Das stimmt. Na komm. Okay. Was? Ey, das tut mir wirklich total leid. Kannst nichts hören. Ja, alles gut, alles gut. Das war nur leichte Fata Morgana. Alles gut. Jetzt hier mit, aber hier keiner überschlagen. Ja, okay, weitermaßen. Können wir müssen wieder hoch.
Ja, die an sich. Schale und dann. Ja. Okay. Boah. Okay, alles raus, ist alles gut. So. Okay, dann gebe ich dir jetzt noch ein Magenmittel. Nein, du isst das nicht, nein. Ja, komm her. Das ist die letzte Runde. Komm her, komm her. Ja, Füße. Das Ding hat die Flammen auf. Oh, ich die Kotze essen. Ich hab's ja nicht gekotzt. Dann einmal. Da musst du dein Lied sehen. Oh, Max, du sitzt zu dir. Ja. Flammen auf. Die Kotze und essen. Oh, Gott. Pinky, wurdest du getroffen? Oder bist du den Berg runtergeplumpt? Das auch noch danach. Ich weiß gar nicht, was gerade passiert ist, um ehrlich zu sein. Ich hab mich geduckt, das Auto ist über mich drüber. Ah, das Auto war doch ein bisschen stärker als du. Okay, soll ich dir aufhelfen? Auf 3, 1, 2, 3. Da müssen wir zu zweit rein. Okay, dann lass uns wieder hochgehen. Bleibt schön hinter dem Gitter, bitte, ja? Am sichersten ist uns auf dem Berg. Ich glaube, ich. Das war ganz schön. Lass dir das da hier bleiben. Ja. Boah, ich bin zweimal heute im Tod entkommen. Ja. Und willst du beißen von meinem Hähnchen? Ja. Geh da weg, Junge. Ich sehe jetzt Platz. Ich hab noch Waffeln. Oh, danke schön. Bitte. Guck mal, ich stehe so, ne, wie ein Model. Ich ahne nichts Böses. Und dann auf einmal bei mir alles in Zeitlupe, so. Voll den Neo-Effekt, so. Und ich guck so da vorne, fliegt so eine Fliege, so. Alles in Zeitlupe. Ich schwenk so meinen Kopf nach rechts, so. Und sehe so das Gras wachsen in Zeitlupe. Dann guckst du nach links, sehe das Auto geflogen kommen. Und dann mein Ultra-Instinkt in meinem Kopf, so. Du musst was tun. Und ich so, BAM! BAM! Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Hab überlegt. Schlecht. Du bist den Berg runtergeplumpst. Ja. Und hast eine Goldeider freigelegt. Ja. An deinem Popo. Oh je. Das ist winner, winner, chicken dinner. Echter Glückspilz. Hier an meinem Fuß. Was? Hi. Und ist dein Fotoalbum voll? Ja, klar. Jetzt ja. Nein, noch lange nicht. Warte. Tut mir leid für den Strike, ne? Das kostet Schmerzensgeld. Ja, 4,5. Ja, okay. Verbindung bricht ab. Hier. Da trinke ich ein Foto mit mir und dem. Warte. Ich will auch drauf. Okay. Sag Cheeseburger. Cheeseburger. Oh mein Gott. Was ist passiert? Ich hab's nicht gesehen. Kann ich mal so eine Pistole haben? Nee. Warte, ich hab noch nie eine in der Hand gehabt. Das ist glaube ich auch besser. Da braucht man einen Waffenschein für. Waffenschein? Ja. Ich hab einen Waffenschein. Hast du mal gesehen, wie heiß ich bin? Wir sind... Warte jetzt. Wir kriegen einen Führerschein zur Einreise, aber keinen Waffenschein. Ja, was ist das denn für ein Unsinn? Doch einfach lächerlich. Ja, wir sind hier in Amerika. Ihr geht einfach rein und sagt, ihr habt den Waffenschein zu Hause vergessen, dann verkauft ihr euch die trotzdem. Okay, Chip. Der grüne Qualm. Die Qualm alle. Der Hund kommt rechts. Bergsteigerhund. Er hat ziemlich viel von der Bergsteigerziege. Twinkie, pack die Kiste ein. Was denn? Pack die Kiste ein. Da kann das auch noch nichts für. Los, Pinsel, machst du fertig. Keine Sorge, die verrecken eh gleich. Das Auto brennt schon fast. Du willst die mördern? Nee, das kannst du dich selbst paar Mal gegen die Wand fahren. Ist er doch schon, guck sein Gesicht. Ja. Oh, es geht los. Ich liebe dich, Ernest. Der hat gesagt, er liebt mich. Er hat noch genau, das weißt du nicht. Was? Er hat noch genannt. Ich bin Ernest, ich bin Peanut. Oh, ah. Wir haben gewonnen.
Wir haben gewonnen. Ja, gewonnen. Easy. Ein Hoch auf Pumuckl und Pinsel. Hurra! Hurra! Wir haben jetzt gewonnen! Gewonnen! Können wir Fifi machen? Ich weiß gar nicht, wer jetzt gewinnt insgesamt. Du hast gewonnen. Wir haben 2 Siege geholt. Ja, stimmt, wir haben 2-mal gewonnen, Brian. Ja, tight, Alter. Machen wir Party? Beim Mann-Party, machst ja, du. Ja, Pinsel gibt einen aus beim Cody. Oh, haben die nicht jetzt zu? Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich ruf mal an, ich frag mal nach. Ich gehe jetzt gleich schlafen. Warum? Ist doch ich bin schon müde. Ich bin noch 2-mal dem Tod entkommen. Pinsel, kannst du uns mit runternehmen? Hast du ein Auto? Ich hab Asthma. Ja, dann brauchst du Asthma-Spray. Nee. Ich ruf bei Cody, beim Restaurant an. Nein, bei Cody. 257. Die Nummer, die sie lieben. Oh. Okay. Das ist der Werbeslogan. Weiß nicht, das hat jemand zu mir gesagt. You're my angel, you're my darling angel. Dann. Why do you call your phone? Ich wollte Taxi anrufen. Oh, you wanna call the taxi for? Because you need to drive us to the city. We are very hungry in your bauch. In my bauch. Our bauch. Ja, bitte. Kann sein, dass der mit Dingen zurück ist. Tschüss, ihr beiden Süßen. Können hier runter kurz? Hey, hau rein! Tschüss, ihr Asis. Kannst du mich kurz tragen, bitte? Mit den Krücken wird's schwierig. Bis ihr 2. Haut rein. Bis zum Mittagessen an die Abendessen. Ja, tschüss. Einfach, nee, scheiße. Ihr Asozialen. Dankeschön. Und hast du ein Taxi erreicht? Wie kommt denn ich hier weg? Ja, mit dem Taxi. Ich kann auch 3 Liter noch versuchen, Taxi zu erreichen. Aber uns holt keiner ab. Es hat doch keiner die Leitstelle. Ja. Ich bin die Leitstelle. Hat noch jemand Schlüssel vom Asbo irgendwie für mich? Jemand muss uns mitnehmen. Warte, ich rufe ein Taxi für euch. Warte, wie ist denn der Willi hierher gekommen? Willi, ja, was ist denn eigentlich wegen unserem Date? Gekommen? Ja, ihr gebt aus, wir essen. Mit dem Asbo? Ja, von mir aus. Ja. Morgen oder so? Danke, Jutta, war super. Wo denn? Bitte. Im Burgerland. Wo haben wir denn Burgerland? In. Da, diese Pommesbude. Bei den Asozialen. Boah, Pommes mit also Mayo. Entweder kann ich euch Hasipäder schicken. Da verlierst du aber nicht. Ich esse, bis ich kotz. Ja, ist egal. Erdnuss. Ihr beide verliert. Ich kann dir Hasipäder schicken oder den Holländer. Wen willst du? Egal, ich will nur eine Stadt. Ich hab Hunger. Und ich muss mit dem Chef reden. Dann Hasipäder. Siehst du, was ich sehe? Der Mond ist gerade aufgegangen, ja. Also, Penner, wenn der Mond in ein Ghetto kommt. Ist aufgegangen. Okay, wir sehen uns dann morgen. Hey, wo wohnst du? Ich dachte, du willst Erdnuss mitnehmen. Ja. Am Westteil. Mit seiner Frau. Okay, ich komme dahin morgen. Ja, wenn du das findest. Wo denn am West Highway? Ja. Gib mir deine Nummer. Brauchst du deine Mitfahrer? Ja, schreib das auf. Ich merk das. Schreib auf. Warte. Wie ist dein Name? Juri. Arthur. Russland. Arthur. Irgendwas. Arthur. Ah. Tür. Okay. 555. 738. Russland. 738. 4203. Ja. Was ist denn? Ich lass bei dir. Danke für das Auto, ne? Bis da. Halt's Maul, bleib stehen. Arthur. Mein Name ist Peanut. Wie die Butter. Also Ronny, du fährst mit dem Auto selber runter? Nein, nicht Margarine. Peanut. Im Casino. Ja. Wie kommen wir nach Hause? Ich kann einen von euch mitnehmen, ein anderer muss woanders mitfahren. Ja, die... wie ist der Arthur? Nee, war Quatsch, Arthur. Wir müssen noch mit deinem Chef sprechen. Ja, der hat gerade gesagt, er kann es sein. Ihr fahrt mit mir mit. Du hast noch einen Schlüssel von mir, ne? Ja, aber das Auto ist in der Müllkippe. Ja, ist egal. Gib mir mal einen Schlüssel. Ich nehme euch später runter wieder. Oh Mann, dein Intim. Ja, ich weiß. Ich bin wieder nervös. Da, bitte. Dankeschön. Dann kommt mit, dann fahrt ihr. Ich nehme euch mit. Oh.
Aber jetzt wieder außen rum. Mann, hallo, Yoshi. Ihr könnt auch hier warten und ich hole euch ab, warte. Ja, okay. Das klingt doch noch was. Hast du gehört, Twinkie, wir haben morgen ein Doppel-Date. Ja, mit A-Tür und Scheibenkleister. Wollen wir uns beim Taxi treffen? Ja, aber dein Chef hat doch keine Zeit. Ja, wenn, dann fragen wir den anderen Chef. Okay. Warte mal, mein Chef steht doch da, ja? Ja. Twinkie, was leben wir nur den ganzen Tag? Ja, ist nur doch Quatsch. Schön, oder nicht? Ich bin hergekommen wegen der Religion, der Politik und der Kultur. Und nicht wegen den Asozialen. Die hätte ich mir auch im Fernsehen angucken können. In YouTube oder so. Du weißt doch, dass das Internet nicht so gut bei uns ist. Pass auf, ich fahre dein Auto runter und komme ein Taxi hoch. Okay. Achso, du, okay, nee, ist gut. Fahr hier mit. Oh. Und Peanut und Butter. Bist du sicher, dass das passt? Ja, du hast in so ein Aspo reingepeist. Da passt auch in mein Auto rein. Du passt da dreimal rein. Boah, wie viel Platz steht denn da, ey? Ach, nee. Ist das denn ernst? Du solltest dir mal einen Duftbaum kaufen. Du solltest mal deine Ernährung überprüfen, ey. So, erstmal hier die ganze Tür aufreißen. Alter. Das ist ja nicht zum Aushalten hier. Boah. Pass aber auf, dass der nicht rausfällt. Als ob. Warte mal, ist jetzt noch jemand dahinter? Wer ist denn? Wer steht denn da noch? Hans-Peter und der Bischof links. Und Bischof hat er noch mal. Boah, was ist denn? Das ist mein Bauch, ich hab Hunger. Boah, warte. Gut, Mini-Burger kannst du nicht viel anfangen. Hier hast du. Moment, da. Hast du. Nee. Vielleicht so 1 bis 20 Schaschlik-Spieße dabei. Oh, aber. Geil, danke. Oh, Sprudelmuffel. Oh, das ist ja schlimmer wie bei Jurassic Park, weil das jetzt Jurassic Ziege frisst, ey. Nee, ich war Erster. Ich war Erster, ich hab's quasi inhaliert. Ja? Ich hab's eingeatmet. Ich stell mir grad sofort, ob wir mal in Jurassic Park sind. Ja. Was? Dran. Oh mein Gott! Fast wären wir aus dem Turnier geflogen. Können wir zum Taxi fahren? Zum Taxi? Warum denn zum Taxi? Wir brauchen einen Job. Ja, die Familie könnt ihr auch laufen zum Taxi und Casino. Taxi, Casino? Guck dir die Leute an, du weißt, da hast du die Frage selber beantwortet, ob die das können. Ein bisschen Sport. Hey, bist du... Huch. Oh, das nenne ich mal ein geräumiges Auto. Die sollen froh sein, dass die nicht im Netz gelandet sind. Er hätte die unter Zwangsdienst gesetzt. Und ich glaube, das geht hier in den Staat sogar. Ich musste spucken. Ah. Ja, weiß das heute jetzt so. You ain't shit! You ain't shit! Ich mag das Auto. Ist schön, ne? Nö. No. Immer in die Schiebetür. Das ist tatsächlich ganz lustig. Aber Oma Jutta, warum bist du so böse zu uns? Bin ich wir haben gar nichts nicht. Getan, du Flachwichser. Genau, Flachwichser. Boah, voll schön hier, ne? Ja. Also keine Ahnung, also irgendwie... Ihr dürft das aber nicht persönlich schön. Nehmen. Ich mobb einfach generell Leute. Ich beleidige einfach gerne Leute, das ist mein Hobby. Bist du jetzt horny? Weiß, warum? Du darfst uns nicht beleidigen, wir haben Gefühle. Das ist sein Lebensmotto. Schnochen und beleidigen. Ja. Du darfst uns aber nicht beleidigen. Warum darf ich euch nicht beleidigen? Weil wir sind Menschen und das tut uns weh. Ja und? Das macht es ja gerade so lustig. Also die Gefahr besteht halt einfach, dass unser Gefühl verletzen wird. Und besteht aber auch die Gefahr, dass wenn ich euch angucke, dass meine Augen verletzt werden. Tschüss, Anne, bis zum nächsten Mal. Kussi. Tschüss. Weißt deswegen, du, du bist einfach ein richtig beschissener Mensch. So. Ja, das ist... Also wirklich. Das kann durchaus sein.
Du bist ein Asozialer. Ach, scheiße. Ich habe mit deinem Aussehen und kannst du mir das auch nicht gerade leisten. Werden fotografiert. Hast du ein Bild gemacht? Ich mach Bilder von meinem Nacken. Von meinem Nacken? Nein, dann ja. Weiß ich gar nicht. Warum? Ey, von fahren. Ja, also, kein Problem. Achso, ihr wolltet zum Taxi. Ja, egal, jetzt könnt ihr auch dahin. Ist doch da vorne. Ja, das stimmt. Ja, der. Achtung, ist das Taxi? Ja? Der Typ möchte noch eine Nummer von dir haben, wegen nächsten Rennen hier, der weißen Mütze. 545? Ah, Moment. Pinsel! Guten Tag. 555? Komm, Wettbewerb, wer zuerst was findet. 639? 0534. 0534. Oh, ich glaube, ich hab da was. Mein Gott, jetzt. Die Vogel ist schon wieder am Eichrechts rum. 3-4. Gut, lass mal riechen. Jutta. Weißt du, die ekelhaft, Alter? Ich kann die nicht mehr tragen. Bitte mach die weg. Mach die weg, Reine. Ich heb das seine, Digga. Lass ihn noch eine Ritze nuckeln. Okay. Alter. Hey, Pino. Weißt du, was das Schlimmste ist, Reihen? Ich glaub. Zieh mal an meinem Finger. Ich soll an deinem Finger ziehen? Ja, mach mal, komm. Pinsel, wo ist mein Geld? Was für ein Geld? 50.000 Tacken. Was für 50.000, Digga? 100.000, stimmt. Hä? Wo, was für ein Geld? Es haben sich die Regeln kurzfristig geändert. Der Sieger bekommt nur eine Erdbeere. Ja, bitteschön. Und ich kann ihn nicht bezahlen. Oh, wow. Und dann klaut er die? Wie denn? Kann... Ja, so, wenn's auf läuft. Hast du mir eigentlich ein Eis mitgebracht? Na klar. Hast du es gerade gefressen? Na, das ist aber schon geschmolzen. Oh, ja, stimmt. Kann man aber trinken. Aber ich kann nicht füttern. Oh, nein. Warum? Ich habe immer meinen Göffel dabei. Den was? Göffel. Habe ich irgendwann schon mal gehört. Das ist ein Gabel und ein Löffel zusammen, ein Göffel. Das haben wir erfunden. Du hast das Auto angepackt, ne? Das habe ich. Ja, du kriegst einen Schlüssel, Oma. Ach ja, stimmt, genau. Wie machen wir das jetzt, oder? Hast ja, du? Gute Frage. Das Ding ist, ich habe halt noch keinen einzigen hast Cent. Du? Ja, habe ich. Ich habe noch keinen einzigen Cent gesehen von dem heutigen. Ja, aber ich kann dir doch die schon 50.000 schon mal geben. Wieso? Das ist doch für mich. Taxi, Downtown, wir gehen mal im Sack. Wir müssen noch einen Mietvertrag machen, Jutta, ne? Ja. Ja, lass mal einen Mietvertrag machen. What's all in? Ja, natürlich. Wenn du Schlüssel hast. Ach ja, dann muss ich anrufen, wa? Nächstes Jahr, ne? Jutta, ich glaube eher in 20. Ich hab Schlüssel. Ist auch mitgefahren heute? Ja. Schlüssel zu Twinkies Herz. Ich hab die erste Runde gewonnen. Und dann? Und dann, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oh, ich finde den Hund sehr schön. Was ist mit Pinsel? Ich komm, weiß nicht. Pinsel, du wolltest uns die Stadt zeigen und du wolltest uns deinen Chef vorstellen. Ja, was soll ich machen? Zeig uns wenigstens die Stadt. Alle wollen heute in die Stadt rumfahren. Okay, warte, ich rufe Willi an, der kann ich einstellen. Okay. Nein, dein Chef muss uns erst Bewerbung machen. Das ist doch der Chef. Ach, der Willi ist der Chef. Also es gibt... Hasepeda ist der Chef, dem gehört der Taxi, aber... Und er arbeitet bei Monkeys. Wer kann ich denn einstellen? Im Zoo? Ja. Ansonsten, wo ist Snickers? Dahin ist doch mein ich Chef. Was? Da ist der Chef. Oh, schon wieder dahin laufen. Das ist echt anstrengend. Hier pennen alle, sag mal hallo. Bin ich noch im Dienst? Ja. Oh, ja. Nicht mein Problem. Ja, das freut mich. Okay. Ist ich. Also Schlüssel? Du musst doch Schlüssel haben. Sind wir extra hergelaufen. Also, was ist das für Schlüssel? Genau, extra fertig langsam. Euer Auto ist, glaube ich, auch echt fertig. Richtig? Jawohl, dankeschön. Ja. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Ich muss da kurz. Da ist doch der Chef. Ja, ich hole einen Kunden. Wenn man ist, ruf mich an, okay? Ja, du sollst. Wir sind deine Kunden. Okay. Oh.
Du Vollidiot, du willst nicht. Jetzt, du willst jetzt nur eine Rundfahrt? Ja, ein bisschen rumgurken. Ja, das können wir machen. Ich hol dich ab. Okay. Und dann holen wir einen Kunden. Ihr seid jetzt im Dienst mit mir. Okay, wir lernen jetzt. Wir sind Lehrlinge. Ja? Was? Du bist ein Penner, sonst klatscht dir einer. Ja. Und lauf wieder da. Wo ich fahr hin? Was? Nochmal. Oh, der rennt. Wie du hier komm. Chef! Oh nee. Boah, der ist so weit weg. Ja, was denn? So haben wir unsere Bewerbung bestanden. Ja, habt ihr bestanden. Okay. Gesundheit. Nee, das war ein Rülpserchen. Ach so. Ja, kommt gerne die Tage wieder und dann kriegt ihr eine Mitarbeiterkarte, dann könnt ihr Taxi fahren. Kann Pinsel uns anlernen. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Hans-Peter? Ja? Wenn es zu eng wird, mache ich meinen Platz frei. Wieso? Ja, wenn du zu viele Mitarbeiter hast. Nein, ich hab schon Platz gemacht. Ist das nicht Ranjit? Wer ist Ranjit? Jutta! Hast du nicht Ranjit? Achso, ich kann mitfahren. Ja, ich? Ja. Warum spuckst du? Weil wir es eklig finden. Okay, Pinsel darf uns anlernen. Ekelhaft sowas. Ja, jetzt hab ich's an der Lippe. Ich Leute, ey. Oh, ich bin echt fertig für heute. So viel Bewegung. Ich fühle mich schon wie eine Sportskanone. Ja. Einfach ganz No-Leistungssport heute gemacht. Ganzer Rücken ist nass. Ey, ich schwitze. Oh. Egal was passiert, Twinkie. Auch wenn du reinschwitzt, niemals flicken. Das gibt niemals Ärger. Was? Niemals Fahrrad flicken. Ach so, okay. Ja, Jess, ich hab den auch gesehen, das Fahrzeug, Alter. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Fahrrad habe. Ich habe auch kein. Ich kann noch kein Fahrrad fahren. Ich auch nicht. Aber einen Fahrradführerschein habe ich trotzdem. Boah, wo bleibt dieser Pinsel? Ne? Der ist echt scheiße. Also, der Arthur hat uns eingeladen morgen. Hallo? Ja, wir warten schon eine halbe Stunde auf dich. Ja, Mensch, ich meine, ich krieg noch mein Geld. Wir haben mit dem Chef gesprochen. Ja? Der hat gesagt, wir sollten nur mal die Tage vorbeikommen, dann kriegen wir unser Arbeitserlaubnis. Und du sollst uns anlernen. Ja, mach ich. Und dafür musst du uns die Stadt zeigen, weil wir kennen uns hier nicht aus. Okay, dann komme ich in... Wenn der schafft, seine Karte ins Ding zu stecken... Dann komme ich. Wann kommst okay. du? 2 oder 3 Minuten. Okay, dann bis gleich. Ich bin ja nur auf der anderen Seite. Ich habe einfach aufgelegt. Damit demonstriere ich meine dominante Seite. Oh, geil. Sollen wir zur Straße laufen? Oh Mann, du machst mich fertig heute. Ach, komm, ein bisschen geht noch. Schon an wie meine Mutter. Ach ja? Ja. Hat die sich eigentlich schon gemeldet? Warum? Um zu fragen, wie hier ist? Nee. Sehr noch nicht. Aber ich habe ja jetzt auch eine neue Nummer. Die hat sie ja auch noch nicht. Ich habe eine neue Nummer. Nigel, Nagel, neue Nummer. Aber ich sag's dir, bald sind wir richtig dünn. Ja, toll. Sehen wir aus wie jeder andere. Ja, stimmt auch wieder. Ist gar nichts Besonderes, dünn zu sein. Ja. Oh, was ist denn da vorne? Oh, da ist ein Bestattungsunternehmen. Guck mal. Ui. Ist morgen, halt, stopp! Halt, stopp! Warte, morgen? Ich wollte doch noch ein Foto machen. Oh, das war ein trauriges Foto. Ja. Wolltest du hier raus, Jutta? Achso, ja. Vertrag müssen wir die Tage noch machen, ne? Ich setz Hallo. Noch. Ja, machen wir. Okay. Alles gut. Tschüss. Okay, mach's gut, Jutta. Oh, so. Mein Gott, das ist ja noch ein Foto. So. Oh. Schönen Abend, ne? Ciao. So, du musst uns anlernen. Wir sind jetzt dein Praktikum. Okay.
Also. Was ist das hier? Was? Ja, das Gebäude von uns. Das ist das Casino, da kannst du zocken. Das ist das Casino. Oh. Und der Herr Fisch kommt, der macht da... Da öffnen die Pokémon Booster Packs? Da öffnen die Pokémon Booster Packs. Okay. Da ziehen die Glyrex und Türtox. Guck mal da rechts. Was da? Keine Ahnung. Das ist ein Teich, da sind Frösche. Frösche? Okay. Und da laufen Pferde. Pferde. Das ist das, was in der Lasagne ist. Nein, das wir hatten auch mal ein Pferd. Ich habe immer noch ein Pferd. Echt? Wie den Rupert. Was das hier ist, weiß ich nicht. Klärwerk. Klärwerk? Sowas ist dann immer nur ein Foto wert. Ja, da arbeitet schön. Der Klolox, ne? Da im arbeitet Klärwerk. Der Klolox. Hallo. Dankeschön, Bippo. Okay, und wir fahren gerade auf der schnellen Straße Richtung Osten. Wir fahren nicht ohne Seife waschen. Wir fahren nicht ohne Seife waschen. Halt auf dem Navi nach oben. Oh, Sirene. Ich drücke auf die Turbo, die kriegen wir nicht mit. Fotos, Mickey. Fotos. Wir haben nichts gemacht, verzieht euch. Was findet ihr die Drogen nicht bei uns? Wir haben überhaupt nichts bei uns. Weg. Geh weg. Oh mein Gott. Abgehängt. Boah, das war knappe Kiste. Oh gut, Alter. Und was ist das hier? Das ist der Eiffelturm? Nee, das ist... Klärwerk. Ah, auch ein Klärwerk. Ja. Da vorne waren wir mal essen, aber hat nicht so gut geschmeckt. Genau, hier ist das Yellow Jagin. Das sind die Rockers. Rocker. Beinhardin, Rocker. Beinhardin, Bernhard. Chopper. Beinhardine. Fleischbier. Beinhard geht das ab hier. Meiner weiß ich nicht. Beinhard. Ich weiß nur, dass aus seinem Lenkrad Würstchen kommt. Musikalisch, Alter. Ja. Und wo sind wir hier? Der Fahrgast. Sehen wir gleich. Nein, ach, hier so ist der Fahrgast. Das hier ist Parkhaus 7. Hallo, Herr Parkhaus 7. Hallo. Oh. Hallo. Hallo, Herr Parkhaus 7. So, und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Okay. Da, wo musst du hin? Parkhaus 22. Okay. Ich gebe den Navi ein. Soll ich den Navi eingeben? Ja. Oh, warte. Ich weiß ungefähr, wo es ist. Das ist in der Nähe am Strand. Parkhaus 22? Genau. Das ist Parkhaus 22. Gut, dann guckst du, das sind 7,75 Kilometer. Ja. Dann runden wir auf. Also 9. Das heißt, dann später in dem Programm, was wir haben, geben wir ein 9 Kilometer. Da ist okay, wenn ich 9 eingebe, oder? Du fährst falsch. Ich rechne sein Trinkgeld schon ab. Du fährst falsch, du bescheißt den Kunden. Du fährst nicht nach Navi. Oh. Nachher musst du noch mehr Geld zahlen, als du eigentlich einen Kilometer verbraucht, durch 3. Ja, stimmt. Du kannst uns auch ganz viel Trinkgeld geben, Sir. Ja, mal gucken. Was für Gurken? Dachte, na, mal gucken. Aha. Ich hab schon Hunger bekommen. Ich hab auch schon Hunger. Ich hab wirklich Hunger, um ehrlich zu sein. Okay, und dann macht man Smalltalk mit dem Fahrer. Ja, dann sagst du so, was machst du da, warum? Warum hast du so einen kurzen, enge Hose an und so? Und aber ich sehe die Hose von dem Fahrgast nicht. Ja, ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch ich schon. Und ist sie kurz und eng? Ich würde sagen, weder noch. Oh, Mist. Moment kurz. Du ain't shit. Also.
Ja, und dann quatscht man so ein bisschen und wenn der viel lacht und sich freut, dann geben die viel Trinkgeld. Und das Geld kann man trinken oder warum heißt das Trinkgeld? Nee, das heißt so, wenn du im Büro dem Taxmax einträgst, dann wird das verrechnet mit den Steuern. Wer ist denn der Taxmax? Das ist der Chef? Taxiprogramm auf deinen Dings. Da hast du so ein Gerät zum Abziehen. Von dem Geld. Moment kurz. Ein bisschen wenden. So, hier mal langsam. Immer langsam. Und links. Hast du was Schönes gesehen, Twinkie? Guck mal, da rechts ist ein Klärwerk. Wo? Ja, hinter uns rechts ist das Klärwerk. Ui. Hier sind viele Klärwerke, ne? Ja. Immer die Türme. So. Was kann ich euch noch zeigen? Hm. Hier gibt's Obst. Da kannst du nicht weiterfahren. Oh, ein Klärwerk. Wie viele Klärwerke gibt's denn hier? Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gezählt. Herr Fahrgast, alles gut? Ja, ja, alles wunderbar. Musst du pullern? Nö, nö. Offensichtlich gibt's hier Pipi? Viel zu klären. Ja. So, jetzt rechts. Hä, warum rechts? Weil der Navi das... Nein! Das Navi sagt was anderes. Was sagt das Navi? Ja, zurück Richtung... Kannst du es nochmal... Nein, weil ich wende hier. Das hier ist ein Wendehammer. Okay. Und guck mal, ich mach... Das ist mein Hammer. Oh, holy shit, der ist ja... Der ist klein, aber fein. Aber geht bestimmt ab wie eine Nähmaschine, ist ja... Na klar. Man nennt mich auch den Dampfdruckhammer. Der Dampfdruckhammer. So, jetzt hier lang. So, was haben wir? Oh, links, guck mal. Was ist da? Noch ein Klärwerk. Ich glaube, es ist ein kleines Klärwerk, wenn ich ehrlich bin. Ja. Bist du müde? Ja, ich habe halt viel erlebt, ne? Ich bin zweimal dem Tod von der Schippe gesprungen. Siehst du das da links? Ja. Das große? Ja. Soll ich dir sagen, was das ist? Willst du ein Foto machen? Warte, wir fangen kurz. Klärwerk. Nein, mach dich nicht lächerlich. Homestead. Das ist. Da kriegt man Steine oder so. Steine? Mhm, das ist ein Steinwerk. Steinwerk? Ja. Okay. So. Hier wohnen die. Asis. Hinterwäldler, ja. Hinterwäldler? Ja. Also wohnen die hinterm Wald. Oh, guck mal, das ist eine Kirche. Oh. Da. Oh, sehr schön. Laura Tussi. Oh, mio Signore. 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 Sei gepriesen, denn du lässt sie leben. Sei gepriesen, denn du gibst uns noch mehr. Sei gepriesen für Burger Pommes Co. Sei gepriesen, denn ich lieb dich so, Laura Tussi. Oh, mio Signore, Laura Tussi. Hallo? Oh, mio Signore. Hallo? Was denn? Taxi. Soll ich aufhören? Was ist los? Ich hab nur gesungen. Du brauchst ein Taxi? Wir haben ein Taxi zufällig. Wir haben ein Taxi, wo bist du? Wie? Du bist oben im Norden. Aber wie normal? Wir müssen erst zum Parkhaus. Kannst du dich beruhigen? Wir haben nur einen Kunden. Ich muss erst den anderen Sag, fahren. Sag, dass wir einen VIP haben. Was? Sag, dass wir einen VIP haben. Der muss zum Parkhaus, zum Parkhaus 22. 22. Das ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Los Angeles. Wenn ich dich zuerst abhole, dann musst du dich aufs Dach legen und wir müssen dich festbinden, Sir. Aber der kann doch ins Handschuhfach. Willst du warten? Okay. Ja, ruf mal in 5 Minuten an, dann habe ich ihn abgesetzt.
Vielleicht. Bis dann. Mann, jetzt habt ihr Niragara-Fall verpasst. Wo ist er? Hinter uns, die waren am Knutschen. Ich hab genau gesehen mit meinem Ohr. Echt? Guck mal, da ist der Niagara-Fluss. Ah, das hier ist eine Tauchschule, ne? Vom Krieger. Ja. So, und oh, guck mal, ein Klärwerk. Schon die wieder? Da drin, ja, und gibt ganz viele. So. Da oben ist der Mond. Der Herr Fahrgast? Ja, bitte. Sitzen Sie bequem? Na klar. Wollen Sie vielleicht mit Twinkie knutschen? Nee, danke. Okay. Bin ich irgendwie hässlich oder so? Nö, nö. Tag, sie hat attraktive Hüftknochen. Hallo? Mhm. Oh, das ist hübsch hier, die Gegend. Vielleicht wohnen wir hier irgendwann mal in so einem kleinen Einfamilie. Warum stellen die Leute LKWs vor ihren Häusern? Na, damit sie die Drogen offensichtlich, unoffensichtlich verstecken. Ich habe noch nie ein Land oder eine Stadt gesehen, wo die Leute vor ihrem Willen gelandet irgendwelche LKWs parken. Auch nicht. Ich habe noch nie Leute erlebt, die mir sagen... Das machen wir nicht mal in Arizona auf dem Land. Ey. Aber hier kriegt man ja auch den Führerschein bei der Einreise. So ja, richtig. Ich habe auch im Taxi erst Auto fahren gelernt. Vorher habe ich jede Ampel mitgeräumt. Hat das kein Gehirn. Wollt ihr noch heiraten oder seid ihr? Wir sind schon verheiratet. Oh, was wollt ihr da? Aber das kann man nochmal machen. Oh, pass auf, das. Oh, hier ist Ging, pass auf. Oh. Die shooten auf uns. Oh, stimmt, guck mal, hier sind die Roten. Da guckst du die an, die Asozialen. Oh, guck, oh, guck, mach schnell Foto. Mach Foto. Schön die Asozialen fotografieren. Habt ihr eine Knarre? Können die mal kurz die zeigen? Guck mal, die hat ganz dreckige Hände. Hallo, wer ist bitte das? Don't shoot uns, please! Kannst du uns deine Knarre zeigen für das Foto? Warum? Wir machen ein Fotoalbum. Ey, Flossen weg. Aber du kriegst nur den Kofferraum von der Seite auf, ja, Kollege? Ja, ich halte ihn nach da. Mach Foto. Oh mein Gott. Mal Foto, schnell. Also ich will da nicht drauf sein. So, ja, danke. Okay. So noch. Ui, wow. Wie ein Klo hier. Cool Pose. Boah, das hat aber Paparazzis, ey. Danke. Bitte, kein Problem. Keine Paparazzis, ihr sind Pepperonis. Wenn ihr ein Taxi braucht, ruft an. Pass auf, ja. Der pusht von rechts, fahr! Tja. Oh. So, wir sind da, Sir. Ja, wunderbar. Wir sind am Ziel. Den Rest kannst du laufen, okay? Ja, ja, klar. Schönen Dank. So. Können wir bitte Trinkgeld haben? Wie weit war das jetzt? Das waren 19,27 Kilometer. Nein, das waren nur 8 Kilometer. Denn die Schoss 8 Kilometer. Dann sind das, oh, teuer, 3.685, Sir. Mach 7.000. Ja, mach 10.000, was hältst du davon? Ja, mach halt 10.000. Ja, gut. Oh, da freue ich mich. Boah, warte mal, ja, das Fenster. Danke, Sir, so, dann einmal. Fuck you, then. Durch das Gerät. You're in the wrong motherhood, neighborfucker. Na, wunderbar. Und dann wünsche ich einen angenehmen Abend. Ebenso, tschüss. Viel Spaß noch. Ey. Du kommst ja nicht mehr rein. Ciao. Bye. Kriegen wir von dem Geld auch was ab? Ja, pass auf, ich trage jetzt ein, dass wir 2 Kilometer gefahren sind. Du bescheißt deinen Chef. Das finde ich gut. Und dann kriege ich jetzt als Trinkgeld 8.000. Zack. Und dann kann ich euch davon was abgeben. Du bist ein Luge Betrugo. Ja und, dann weiß er doch nicht. Du bist ein Betrüger. Nein, ein Schnorrer. Du hast bestimmt bei Microsoft Kundenservice gearbeitet. Und dich so mit PaySafe-Cards bezahlen lassen für deinen Support am Telefon. Na klar. Also ob die so einen wie mich anstellen. Überleg doch mal. Ich bin überqualifiziert. Oh. Twinkie.
Ja. Meint ihr, das ist offen? Das gehört mir. Kannst du mal gucken, ob man... Ja. Oh mein Gott, nicht das. Das ist meins, ich hab das hier verloren. Ja, keine Sorge, ich hätte auch geklaut, jetzt um ehrlich zu sein. Ich lasse es hier stehen besser, oder? Wir nehmen es nachher mit, man merkt ihr, wo wir sind. Okay. Wirf um. Ja, hab ich. Perfekt. Mach so. Die Tür auf! Sorry. Aua. Fingernagel abgebrochen, keine Packs Opening mehr. Und zerkratzt die Karten. Welche? Die Pokémons? Ja, nein, ich sammle kein Pokémons. Was dann? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ein blauer Drache mit weißem Blick, eiskalt. Genau. Kenn ich. Eiskalter Blick mit weißem Drachen. Ja. Drei Schwänze. Im Verteidigungsmodus. Aber in Verteidigung hat er nur 2500 und in Angriff 3000. Na und ich hab Exodia. Oh, dann bist du krass. Hast die du Tür den... Die ist hinten auf, ne? Sieht in meinen Nacken. Wir werden verfolgt. Wir werden verfolgt. Gut. Genau, ja, Motherfucker. Motherfucker, fuck. Meinst du, das ist der Typ vom Motorrad? Bestimmt. Keine Ahnung, wir sagen einfach, er war schon so. Der hat am Sitz gerochen und gemerkt, dass ich drauf darf. Dann lag der schon. Ich hab's nur aufgehoben und wieder hingeschmissen. Ja, genau, so müssen wir sagen. Wir brauchen dieselbe Story. Wen gehen wir abholen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal wo. Oh, jetzt verrecken wir, weil ich geb Gas. Du hast Vorfall. Ja. Fahr mal die Pöller um. Nee. Da Warum? Sind... Guck genau, da sind gelbe Stangen. Oh, Fotos. Oh. Ronny. Machst du wieder ein paar Bilder für deine... Hallo, wir machen nur Fotos. Posiert cool. Ja, der Ronny wieder. Willst du denn gehen, oder? Taxi downtown. Ich muss rein. Stehen. Also zeig mir so genug auf der Schnellstraße. Wo bist du, Sir? Was ist denn ein Meat Point? Meat Point? Wo da bist du im Zoo? Ich höre da einen Vogel. Gibt's da Papageis? Okay, kannst du mal einen fangen und mitbringen? Ja, dann streng dich an, sonst lass dich stehen. Finki, bist du müde? Ja, ich bin nicht. Soll ich dich gleich durchkneten? Oh Gott. Ja, das wär mir schon gefallen. Ich will auch zum Meat Point. Ich hab Bock auf Würstchen. Jawohl, wir holen dann den Schlingel und dann... Okay. Weißt du was? Was? Wir machen morgen eine richtig krasse, super geil, krass coole... Fuck, easy. Ich hab nichts unter Kontrolle und dafür ganz viel... Also, wir machen die Rundfahrt, eine richtig klasse Rundfahrt, mit Einweisung, wenn ihr im Taxi arbeitet, ein andermal, oder? Du brauchst eine Einweisung, du bist verrückt. Wohin? Rückwärts einfahren, in ja gut. Mule. Mule. Klappermule. Klapperababe. Weißt du, was ich... Ich um mein Holz. Ich um mein Holz. Wo fahren wir hin? In die Berge bei die sieben Zwerge. Die haben im Wald gewohnt, du Idiot. Oh, aber riss es doch mal. Oh, guck mal. Oh, will einer von euch ein Brett? Nee, weißt du, was das ist? Bretter. Naja, Bäume. Bäume. Aus Bäume wird Bretter gemacht. Also, ja, oh, ein Klärwerk riss. Oh, schon wieder? Ja. Weißt du, was ich schlimm finde? Die Leute, die dir immer genau sagen, wie viele Läden es in Los Santos gibt. Oh. Oh.
Da steht. Sind wir schon da? Ja. Boah, ich bin kurz weggeknickt. Also gut, ey, weißt du, was ich lerne jetzt wegen euch? Ein Rülpsnäsfurz. Ja, den beherrsche ich schon. Hallo, wollt ihr ein Taxi brauchen? Hat ein Taxi bitte? Bestellt? Hat jemand ein Taxi bestellt? Hallo? Hallo? Taxi? Nein, hier hat keiner. Also könnt ihr uns trotzdem keiner. Geld geben, bitte? Wir müssen tanken. Ja. Nein, von eurem leider. Chef? Bitte, nein. Bitte, bitte. Komm, bitte. Nee, leider pleite. Bitte! Betrüger? Ja, pass auf, du. Boah. Welches Auto gehört dir? Alle. Hallo? Ja, dann beiz halt für dich. Boah, die sind im Kofferraum oder im Handschuhfach. Mann, ey. Steht da vorne im Motorhaube und flüstert sich ein das in den Knie. Das sind bestimmt ich rufe jetzt den Scharf an. Krimpo? Wie heißt das hier, das Parkhaus? 22. Das ist nicht 22. Guck mal, Pinsel. Ich hab keine Schnell. Ahnung. Komm, du bist ein Busch. Oh, da sind Leute. Parkhaus 8. Hat ihr ein Taxi bestellt? Hat ich einer ein Taxi bestellt? Nee. Nee, Ronny, haben wir nicht. Warum? Schönen Sheriff, die Department Sheriff, Vater, schönen guten Abend. Hallo, Mr. Sheriff. Ich habe verdächtige Aktivitäten am Parkhaus 8 beobachtet. Ich glaube, da werden Drogen verkauft. Wo war's wie? Parkhaus 8. Parkhaus 8? Da stehen zwielichtige Gestalten. Ich glaube, die verkaufen Drogen. Okay. Da lohnt sich mal vorbeizugehen mit der Taschenlampe. Ja, ich weiß Bescheid. Ich sag mal okay. Den Namen für Bescheid. Dankeschön. Tschüss, schönen Abend noch. Jo, tschüss. Tschö. Peanut, der Sheriff, bald auch in ihrem Zuhause. Da gibt's Bonbons. Bam. Kein Geld dabei. Aber meine Bonbons. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mir schwindelig. Wer ist denn sowas hier? Gift. Mein Ernährungsexpertenwissenschaftler Unger hat gesagt, Milch ist giftig. Boah. Nee. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Hallo? Kannst du mich abholen, bitte? Ja, ich komme dich abholen. Ich habe den Sheriff angerufen. Wegen verdächtigen Aktivitäten. Parkhaus 8. Parkhaus 8. Ah, da kommst du ja schon. Warte, ich komme. Okay. Ich setz mich nach hinten zu meiner Twinkie, ich will kuscheln. Ja. Wo ist unser Kunde? Mach die Butze auf, sonst knallt's in die Köpfe. Fuck. Oh. This car. So. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich hab Bonbons. Will jemand? Ich hab Bonbons gezogen mit Geld. Ja. Hier, nimm. Dankeschön. Welcher Geschmack? Bonbon-Geschmack? Popel und Erdnussbutter. Oh, kennst du Birdie Bud's Bone? Was? Birdie Bud's Bone. Nein, ich gucke kein RTL. Nee, es gibt so eine Bone, die mit Geschmack stinken und so. Ach so. Habt ihr ein Taxi bestellt? Hat den nee, Taxi. Mann, Alter. Negativ. Hey, wie redest okay. du? Ich red ganz normal, Digga. Ja. Nee, du hast ja bei dem Hals. Nennt sich Hafen. Das darfst du nicht sagen, sonst kriegst du noch Ärger. Krieg immer Ärger. Hallo, die Damen, habt ihr ein Taxi bestellt? Taxi? Nee, hab ich nicht. Prüfschnecke? Sollen wir dich trotzdem nach Hause fahren? Nein. Komm, der Typ, der ist langweilig. Nein, wie kann man so arrogant sein? Da kriegst du einen Hals. Den hab ich so schon, aber den noch dicker. Boah. Dann die ruft die Polizei. Was soll sie doch?
Wir haben auch ein Blinklicht oben drin. Gibt's ja wohl nicht. Wir zocken mal Flussufer oder so. Siehst du, manchmal rufen die Leute an und fragen, ob du da hinkommst und dann suchen, melden sich nicht ab und suchen und wir geben Sprit aus. Ja. Schweinerei. Und ich bin dann der Typ, der sowohl dein Privatauto als auch dein Taxiauto auf die Rechnung der Firma tankt. Ja. Wegen denen. Taxi? Wäre schlecht. Guck mal, Cracker, die können hier nichts, zieh die ab, Jay. Mach dir fertig. Hallo, ich hab euch was gefragt, du Röhrzange. Mit mir redest du? Nicht du, sorry. Taxi, Downtown, wann geht ab? Twinkie, kann ich meine Hand hier hinlegen? Welches? Oh. Ja. Ja, wir kommen, aber dauert. Ja. Wie? Wir sind Paletto, wir sind unterwegs. Also an diejenigen, ja, die Guild Wars spielen, jawohl. Ihr könnt euch gerne mit dem Schattenbund melden, der hat eine eigene Gilde. Blöder Heini. Oh, ich mein, nicht du, war ein Scherz, sorry. Tschüss, bis gleich, willkommen. Das heißt Tüdelü. Ja, der war nur dran. Also Pinsel. Ja. Ist schon spät. Ja. Morgen bildest du uns aus. Morgen bilde ich euch aus. Ihr werdet morgen eingeschult. Und dann gibt's wieder eine Decktüte, ne? Ja, Rastafari. Ja. Und ich bilde euch aus. Ja. Kriegen wir unser eigenes Taxi? Nee, das kriegt man nicht. Man kriegt, da gibt's einen Schlüsselkasten, dann gibt's dann die Schlüssel, du nimmst einen raus. Und holst dann das Taxi, weil es zum Schlüssel passt. Darf ich denn neue Felgen machen? Eigentlich nicht. Ich frag den Chef einfach. Ich will nämlich Burger auf meinen Felgen. Damit jeder sieht. Big P und Twinkie kommen angerollt. Und zwar diesmal im Auto. Wenn dein Fuß. Also meine Felgen hat auch mein Chef gemacht. Weil ich bin ein Schnorrer, deswegen hat er dein Geldzeichen hingemacht. Du bist ein Schnurrkes? Nee, Ronny bin ich, ja. Du bist Pinsel, nicht Ronny. Okay. Ronny ist der Name von einem, der sexuelle Filme dreht. Oh. Ich fahre euch erst nach Hause. Okay, morgen und wir haben aber morgen. Oh, pass auf. Sonntagsfahrer! Meine Fresse, die fahren ja auch. Die müssen laufen, warum rufen die uns nicht? Ja. Wir haben morgen aber noch ein Date mit Arthur. Arthur et le perroquet. Do you speak English, motherfucker? Das ist Arthur sein Papagei. Arthur ist das Papagei? Arthur et le perroquet. Arthur Perroquet. Mehr weiß ich nicht. Ah doch, Baguette. Oui, oui, ja, si. Bin toujours wir haben erst noch ein Date, wo wir was essen gehen, romantisch. Ja? Mit deinem anderen Paar. Du rufst einfach an mit deinem Schnecke und dann arbeite ich euch ein. Das ist nicht Schnecke, das ist Twinkie. Frau Schnecke. Das ist mein Schneckchen. Ja, ne, ist richtig. Wo ist das Auto rennen? Meinst du? Bestimmt. Fahre ich jetzt sehr schnell nach Hause. Warte mal, Hotel war am... im Park, ne? Wir sind am Hotel zur Goldenen Möwe am Park. Ja. Oh, das steht immer noch da, das Fahrrad. Das hole ich mir nachher. Du lachst? Du bist ein Dieb. Oh, nee, da läuft einer. Wo? Da lief einer. Wo? Willst du ihn sehen? Ja. Oder ins Bett? Ich glaube, wir haben noch eine Minute, oder, Twinkie? Ja. Der will ein Moped klauen. Ich kann jetzt in ein Hotel wohnen. Oh schon. Wo ist er hin? Schon mal den Sheriff. Hier ist er. Da. Stehen bleiben, hey, Polizei. Du Rabauke. Was machst du? Laufen. Willst du mein Moped da vorne klauen? Welches? Der da vorne steht. Du kannst dir unser Moped da vorne ausleihen, aber stell's wieder zurück. Ja, okay. Okay. Stell es zurück, sonst müssen wir... Wie heißt du? Ali. Ali. Assalamu alaikum, Ali. Ja. Los, du könntest schon da sein.
Ja, aber ich lass mir ruhig Zeit. Okay, tschüss. Das sah nie so aus. Ja, die sagt mir nicht mal hallo. So, der Cloud ja, und ist jetzt wieder, rennt denkst der du? Wieder. Oh, Rasa. Meinst du, der Cloud das? Wie nur der darf Weißt du ein Beweisfoto? Ja, hallo, Köln. Nimmt sich das. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. So kriege ich bestimmt irgendwann, wenn ich mein Opa bin, ja. Ich bin Opa Peanut, ja. Ich will nie alt werden. Warum? Weil das ist schwer und das ist doof und man kann nicht mehr so viele Sachen tun. Da ist die Kirmes Twinkie. Davor. Ui, ja. Können wir da dran vorbeifahren? Und können wir morgen machen. Okay. Hier wohnen aber auch die Rich Peoples, ne? Das weiß ich gar nicht. Fuck you then! Warum sagt keiner Kölsch Hallo? Ihr seid such ein miese Peter im Chat, ne? 2 Tage keine Tinkerpäckchen für euch. Puh, was für ein wunderschöner Tag war das heute. Wir haben so viel schönen Quatsch erlebt. Ja. Ja. Manchmal habe ich Angst, schlafen zu gehen, weil ich habe Angst, Sachen zu verpassen. Echt? Ja, ich würde am liebsten... Ich würde am liebsten ein Flöchen machen. Ein was? Den Flöchen. Nie schlafen, immer am Start sein. Schlafen Flöhe nicht? Weiß nicht, ob die schlafen. Nee, ich glaube, die schlafen nicht. Hallo, hier ist kein Übergang. Wo? Hallo? Nicht machen. Sorry. Ich Wo muss ist unser Auto? Am Park. Ja. Taxi Downtown, bleib mal in der Leitung. Ich muss VIP nach Hause fahren. Steht unser Auto noch da drin? Ey, beruhig dich. Ich bin doch gleich da. Da vorne fahr, da. Nein, nein, nein. Hier auf dem Parkplatz, doch, da steht es. Da steht's doch. Aber nicht Twinkie soll nicht parken. Twinkie soll parken. Tut mein Gesicht wieder weh. Ja, dann ja, musst du wohl parken. Okay, ja, Pinsel, Chef. Bis morgen. Ja, ich komm, bin 2 Sekunden. Küsschen, guck, mit Küsschen. Was in Taschen hat. Oh. Kann ich das haben? Nein, nein, nicht doch. Meine Dönerbox. Gib her. Ach, Mann. Danke. Bis morgen, Pinsel. Ich wünsche euch eine gute Nacht. HDGDL, never want to lose you. HDGDL und Kuss auf die Nuss. Oh. Gute Nacht, bye-bye. Viel Spaß, lass knacken. Ja. Willst du noch rüberfahren? Ja. Nö, fahr du. Ja, du hast wie? Doch, du musst doch dich eh anstrengen, zu den Taxilizenz-Dings. Du musst vernünftig einparken. Oh, das Auto war übrigens auf. Oh. Ich sag Bam. Doch, ich hab's offen gelassen. Ja. Oh, zum Glück wurde hier nicht drin getafelt. Du bist mir aber ein, du Schlabberabab, du. Oh mein Gott. Alles cool. Das Ach, komm. Problem ist... Komm schon, Twinkie, Alter, bitte. Das ist halt die falsche Auswahl. Du wirst es doch irgendwann mal geschissen bekommen. Wie willst du denn Taxi fahren so? Die zieht er aber eiskalt durch, Alter. Du musst nur noch geradeaus. Bitte nicht. Bitte nicht. Das geht schon. Bitte nicht. Bitte. Bitte nicht. Komm schon, Alter. Ich weiß, dauer. Ich weiß nicht, warum ich das lustig finde, aber es ist so dumm, Alter. Komm schon, Twinkie. Du kriegst das es wird schon. Augenblick. Aua. Oh. Ach komm. Wie willst du so Taxi fahren? Mann, das ist ja das Gute, dass du heute deine Prüfung hattest.
nicht ich. Wir müssen morgen mit dir trainieren. Aua. Aua. Gleich lösen die Airbags aus. Ach komm schon, Tweaky, bitte. Ja, ich glaub schon. Oh, Jesus Maria, zum Glück. Zum Glück. Zum Glück. Hast du abgeschlossen? Ja, ist abgeschlossen. Das war auch wieder eine Geburt. Papa Walker! Too fast, too furious. Na ja, gut, tschüssi, mein Küsschen. Ja, wir sehen uns gleich oben. Schmeinsbäckchen. Geile Sau. Die vernasche ich heute noch. Ja. Ja, bist du halt wild? Ja, mach die breit. Junge. Oh mein Gott. Puh. Zum Ende wird das immer richtig wild, Alter. So, was haben wir denn hier im Repertoire? Also. Ah, Gott, wie geil, mehr davon. Immer gerne, immer gerne. Ich spiele Big Peanut unheimlich gerne. Das ist einfach... Mir kommt das so vor, als hätte ich heute Millionen Sachen erlebt, obwohl wir nur bei diesen Dings dabei waren. Ich habe immer das Gefühl, so aber im Positiven, boah, ich verpasse irgendwo irgendwas noch. Es geht einfach als Zivilist so viel Scheiß ab, Alter. Das ist unnormal gut. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ist leider schon wieder Ende. Wir haben schon wieder 12. Mila spielt die andere Person. Wer ist denn noch da? Ui. Boah, ich weiß nicht, wen, ist jemand da? Kennt ihr jemanden? Wer hier keinen Spaß hatte, der hat einfach keinen Humor. Song, das ist Gook von Dancer Curry. Pinsel, wo ist Pinsel? Wo ist Pinsel? Wie heißt denn der Pinselnummer? Give me name, please. Knister heißt der, okay. Ich war letztes Mal sogar bei dem im Stream. Ja, Mann, Pinsel ist cool, Alter. Ich mag den. Ohne Witz. Ich rate da meinen Pinsel rein. Seid lieb. Dankeschön für heute, danke für die Resubs auch und für die Subs allgemein, auch Aero, danke für den Prime übrigens noch und Dankeschön und herzlich willkommen, Chizzle, danke für den Resub 7, Alpino, Nico, Bacardi, Taravan, Bubbles, Chris, Makari, Blade, Tixel, Wolfpack und so hatten wir alles, ne, und Alpino, Dankeschön nochmal. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, vielen lieben Dank, wirklich. Bis nachher. Tschüss! Warte, Raid Pommes noch. Und nimm den nicht komplett auseinander. Das ist nicht ganz lieber. Tschüss! Tschüss, Tinkerbettchen Gang. Und wunderschöne gute Nacht und schönen Abend noch. Tschüss! Bye, have a good time!